Erstens werde ich inshallah ein paar Vorträge inshallah von solchen Kreisen erwähnen. Inshallah, ich denke mal, dass Leute da unten sind, auch habe ich gehört, die neu sind. Und hier ein paar andere Gesichter auch. Und ich denke mal, zu erinnern, dass man weiß, dass man hier nicht umsonst sitzt, alhamdulillah. Es gibt viele, viele Vorträge in solchen Kreisen, alhamdulillah. Und viele Belohnungen, die man bekommt am Ende dieser Sitzung. Und während dieser Sitzung gibt es auch Belohnungen, alhamdulillah. Und während alles wir unterwegs waren zu dieser Moschee und zum Gebet, und zu dieser Sitzung, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, haben wir auch viele Belohnungen, insha'Allah, wenn wir mit Aufrichtigkeit gekommen sind. Wenn wir mit Ikhlas gekommen sind, nur wegen Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden wir all diese Belohnungen, insha'Allah, mit nach Hause gehen. Wir werden eine Beute haben und damit gehen wir nach Hause, insha'Allah, und diese Beute haben wir was davon, yawm al-qiyamah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Dunya haben wir auch einen Vorzug von dieser Kreise, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala, während wir hier sitzen im Moschee und füllen sein Haus, Allah subhanahu wa ta'ala, Malaika, die erledigen unsere Sachen. Das ist einer der Vorzüge in dieser Moschee, alhamdulillah, wenn man im Moschee sitzt, wenn man sich im Haus von Allah subhanahu wa ta'ala befindet. Und andere Vorzüge, was das Akhira betrifft. Es gibt ein Hadith von Rasulullah sallam, sagt, Allah jalla fi'ula sagt, yawm al-qiyamah, Allah wird rufen, subhanahu wa ta'ala, wo sind meine Nachbarn im Paradies? Wo sind die, die verdient haben, meine Nachbarkeit im Paradies? Die Malaika wundern sich, weil die Malaika wissen, wie groß Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie allmächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Die kennen die Erhabenheit Allah jalla fi'ula. Deswegen die Malaika beispielsweise, die haben das meiste Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und je mehr das Wissen ist, desto mehr Furcht hast du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Malaika zittern vor Angst vor Allah jalla fi'ula. Und diese Malaika haben sich gewundert. Welcher Mensch, welcher Machluch, welcher Geschöpf hat das verdient? Und dann Allah sagt, diejenigen, die meine Häuser gefüllt haben. Diejenigen, die Moschee gefüllt haben. Das heißt, sie kamen nicht nur zum Gebet, sie haben das Gebet verrichtet und sie sitzen nach dem Gebet und gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Zalla fi'ula. Und viele andere Vorzüge, beispielsweise Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, sagte, sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, ma ghanimatu majalis al-dhikr, qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, al-jannah. Abdullah ibn Amr sagte, ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fragte, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, was für einen Gewinn habe ich von solcher Kreise? Von solcher Kreise, Ermahnungskreise, Erinnerungskreise, wo man sich gegenseitig erinnert und ermahnt. Die einzige Antwort, die Rasulullah sallam hatte, sagte, das ist das Paradies. Al-Jannah. Und das Paradies ist nicht irgendwas. Viele, wenn sie das Wort Paradies hören, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung sie haben. Sie denken an schöne Gärten dieser Dunya, ja, ein Palast von diesem Leben. Diese ganze Erde, die ganze Erde, all was auf dieser Erde ist und alles was in dieser Erde ist, an Gold und Silber und Perlen und Diamanten, all das, diese ganze Erde, ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ungefähr ein Platz im Paradies von so viel wie ein Bogen, ja, sagt, ist besser als das ganze Diesseits. So viel Platz im Paradies. Weil wir haben gestern auch gesagt im Khutbah, dass der Boden allein vom Paradies ist aus Moschus. Aus reinem Moschus. Und sogar in anderen Hadith, aus duftendem Moschus. Das heißt, wenn man im Paradies sitzt, auf dem Boden, du sitzt auf weiße, das heißt sogar weiße alles Mehl, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein duftender Moschus ist der Boden vom Paradies. Ich sage nur, damit wir nicht was anderes verstehen, weil unser Verstand begreift nicht, was Paradies ist. Denn Allah sagt, ich habe vorbereitet für meinen tugendhaften Diener das, was das Auge noch nie gesehen hat. Das heißt, all das, was du gesehen hast, Schönes in diesem Leben, was dich begeistert hat, ja, was dir gefallen hat, was dir Freude gemacht hat, ist nicht das, was im Paradies ist. Ja? Das Auge, was das Auge noch nie gesehen hat und das Ohr noch nie gehört hat. Und das, was sich ein Herz von einem Menschen nicht begreifen kann. Niemand, wenn alle Menschen zusammen, wir nehmen alle also das Gehirn von aller Menschheit zusammen, von allen Geschöpfen, ja? All diese kluge Menschen zusammen, wir machen daraus einen einzigen Verstand. Trotzdem, dieser Verstand begreift noch nicht mal einen Zentimeter vom Paradies. Es ist unmöglich zu begreifen mit dem Verstand des Paradies. Die Häuser im Paradies. Jeder von uns bestimmt hat Gold gesehen. Er hat bestimmt diese Paletten Gold gesehen, auch wenn nicht live, vielleicht im Fernseher. Wie schön das aussieht.
Aber dieser Gold ist nicht das Gold im Paradies. Die Namen sind gleich. Name ist gleich, Gold ist Gold. Aber das Aussehen vom Gold im Paradies ist anders als das, was du gesehen hast. Ganz anders. Die Paläste im Paradies sind aus Gold und Silber. Und sogar manche sind aus Diamanten gebaut. Manche sind aus Perlen. Zelten im Paradies aus verschiedenen Farben sind gemacht aus ausgehöhlten Perlen. 6000 Meilen hoch. Und da drin befindet sich eine Frau, die nennt man im Islam Al-Hur Al-Ain. Al-Hur Al-Ain. Und jede Frau in diesem Leben hier, die an Allah geglaubt hat, die nach Koran und Sunna lebt, die glaubt an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was heißt, ich glaube an Koran und Sunna? Was heißt das? Das heißt, ich lebe nach diesem Gesetz, der im Koran ist. Sonst bin ich kein Muslim. Jeder behauptet heutzutage, ist ein Muslim. Ein Muslim ist der, der sich ergeben hat. Er unterwirft sich Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er lebt nur nach dem Gesetz im Koran. Im Koran sind Gesetze, Gebote und Verbote. Ich unterlasse das, was Allah mir verboten hat. Und ich verrichte das, was Allah mir befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Und folge das Leben von wem? Von den besten Menschen. Den besten Geschöpf bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allah. Die Frau, die danach lebt, ja, wenn sie das Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala hört im Koran, oder sie hört eine Kassette oder eine Sitzung oder eine Rede, in der der Gelehrte sagt, Allah hat gesagt, oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, das Einzige, was sie sagt, und sie betrifft die Männer genauso, sagt wie Allah sami'na wa ata'na. Wir haben gehört, ja Allah, was du gesagt hast, wir gehorchen, ja Allah. Dadurch erlangen wir was? Das Wohlgefallen Allah. Die Liebe Allah. Kann sein, du liebst Allah. Aber es ist so, weißt du, als ob Allah dich liebt? Damit du weißt, dass Allah dich liebt, lebe nach Koran und Sunnah. Gehorche Allah. Sei nicht wie die Kinder von Israel. Das Volk Israel damals, Allah sagt im Koran, قالوا سمعنا وعصينا. Sie haben gesagt, ja Allah, wir haben gehört, aber wir gehorchen nicht. Dann kam die Strafe Allah in dieser Zeit schon. Allah hat sie öfter gewarnt. Wir wollen nicht wie diese Menschen sein, Na'udhu Billah. Diese Frau, die so lebt, nach dem Koran und Sunna, diese Frau im Paradies, sie ist besser als diese Frauen, die im Paradies schon existieren. Das sind Al-Hur Al-Ain. Und ich erwähne kurz, einfach, haben wir gestern erwähnt kurz, das ist wichtig immer wieder zu erwähnen, damit wir das begreifen und versuchen zu begreifen, dass wir das längst im Herzen haben, inshallah. Dass unsere Sehnsucht zum Paradies wächst. Weil je mehr wir wissen über das Paradies, über das ewige Leben im Paradies, ja, was passiert? Dann wächst die Sehnsucht und dann wird dieses Verlangen nach diesseitigem Leben immer weniger. Weil heutzutage, warum vernachlässigen wir Allahs Gesetze? Obwohl wir wissen, wenn wir das vernachlässigen, wir werden bestraft. Und wenn wir danach leben, wir wissen, dass wir belohnt werden. Womit? Das Paradies. Das Paradies. Aber das Problem, heute die Menschen begreifen nicht diesen Verlust. Ja? Sie vernachlässigen Allahs Befehle, aber sie begreifen nicht, was für einen Verlust sie machen. Ein Gelehrter hat sehr schöne Worte gesagt, ein Tabi'i. Er sagt, das Verlassen des diesseitigen Lebens, das ist der Verzicht auf das diesseitige Leben ist hart. Aber der Verlust des Paradieses ist noch härter. Das sind sehr schöne Worte. Aber der Verlust des Paradieses ist noch härter. Weil am Tag der Abrechnung oder im Grab schon, der Ungehorsame, der Ungläubige, was geschieht im Grab? Du bist einsam, Dunkelheit, ganz allein, eng. Zwei Engel werden auf dich zukommen. Ich erwähne diese Sache, aber viele wissen es nicht. Zwei Engel werden auf dich zukommen. Wir sind Muslimin, wir behaupten, wir sind Muslimin. Viele behaupten, sie sind sogar Mu'minin, gläubig. Wenn wir gläubige Muslimin sind, dann müssen wir daran glauben, was Rasulullah s.a.w. gesagt hat. Und diese Worte, die ich gleich erwähne, sind nicht meine Worte, sondern von Muhammad s.a.w. Und der daran zweifelt oder nicht daran glaubt, hat ein Problem. Das heißt, er ist noch nicht mal gläubig, noch nicht mal Muslim. Weil wir machen Shahadatayn, zwei Glaubensbekenntnisse. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Es gibt kein Anbetungswürdig außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter, alaihi salatu wassalam.
Das heißt, wenn ich sage, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, und keiner ist anbetungswürdig auf Allah, außer Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, ich folge das, was er mir gesagt hat im Koran. Ich glaube daran und ich folge das auch. Ich lebe danach. Ich setze das in Tat um. Ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Prophet. Er ist von diesem Gott, von Allah gesandt, damit er uns beibringt, wie wir zu leben haben. Wenn ich an ihn glaube, ich glaube alles, was er sagt, weil alles, was er sagt, ist Offenbarung von Allah azza wa jal. Und das ist die Wahrheit. Und ich lebe auch danach. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat es klar gemacht, wenn ihr im Grab sind, werden zwei Engel kommen. Diese zwei Engel haben keine Barmherzigkeit im Herzen. Kein Mitleid. Das ist die Prüfung im Grab. Und die wird jeder von uns sehen. Jeder Mensch, der je existiert hat, wird diese Strafe sehen oder die Belohnung sehen im Grab. Im Grab entweder ist es eine Grube von der Hölle oder ein Paradiesgarten. Eins von beiden. Das hängt von dir ab, wie du hier gelebt hast. Bist du fromm, rechtschaffen, tugendhaft? Du hast Angst vor Allah, du liebst Allah, du bevorzugst Allahs Gesetz, subhanahu wa ta'ala. Du lebst nach seinem Befehl, du folgst seine Befehle, du widersetzt Allah nicht und seinen Gesandten genauso nicht und die Befehle von seinem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Du lebst, wie Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gelebt hat, bist du erfolgreich. Du bekommst schon die frohe Botschaft im Grab. Was passiert? Diese zwei Engel kommen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat sie beschrieben. Und er bekam die Beschreibung von Jibril, alaihi sallam. Jibril sagt, ja Muhammad, die zwei Engel sind blau-schwarz. Aussehen, blau und schwarz. Allah hat extra diese zwei Farben ausgesucht. Weil das sind dunkle Farben. Ja? Immer so dunkle Farben erschrecken einen, hat mit Trauer und Angst zu tun. Diese zwei Engel sind blau-schwarz, deren Augen sind wie ein Blitz. Das Licht, was aus deren Augen rauskommt, ist wie ein Blitz. Und die Stimme von denen ist wie Donner, sagt Rasulullah. Wenn es richtig donnert, jeder hat Angst. Viele kriechen sogar unter dem Bett. Sie vertragen diesen Blitz nicht. Und sie vertragen diesen Donner nicht. Und dieser Donner ist Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Donner lobpreist Allah. Und dieser Donner und Blitz eigentlich, hat Umar ibn Abdul Aziz gesagt, ist der fünfte Khalif im Islam. Einmal war er unterwegs mit einem Gefährte von ihm und unterwegs hat geblitzt und gab es ein bisschen Donner. Dann lächelt er dabei. Der andere sagt, warum lächelst du? Sagt, Subhanallah, gepriesen sei Allah. Sagt, dieser Donner und Blitz, ja, ist Zeichen seiner Barmherzigkeit. Weil wenn es blitzt und donnert, wird es wird regnen. Und wenn es regnet, Allah hat gesagt, wir haben durch Wasser alles lebendig gemacht. Weil wenn kein Regen mehr kommt, wenn Allah diese Regen hält, vorenthält, die Erde wird sterben. Es gibt Dürre. Die Menschen sterben. Stimmt? Also durch diese Regen von Allah erkennen wir, was für eine Gabe das ist. Dieser Umar ibn Abdul sagt, wenn das Zeichen seiner Barmherzigkeit so gewaltig ist, wie ist dann das Zeichen von seinem Zorn, subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyam, am Tag der Abrechnung. Rasulullah sallam sagt, Allah wird so sauer sein am Tag der Abrechnung, wie noch nie zuvor und noch nie und nie mehr danach. An diesem Tag wird Allah so sauer auf die Menschheit sein. Weil die Menschheit heutzutage, sie behaupten, sie sind klug, sie behaupten, sie sind stark, sie geben an gegenüber Allah, sie prahlen, sie vergessen Allah, der denen das Leben sogar gegeben hat. Sie leben auf seiner Erde. Sie essen von seiner Versorgung. Sie leben in seinem Besitz. Er versorgt sie tagtäglich. Das Gute von ihm kommt jeden Tag herab, runter. Und das Schlechte von denen geht immer hoch zu ihm. Sie vergessen ihn, aber er vergisst sie nicht. Sie schlafen und er versorgt sie. Sogar es gibt Malaika, Engel, die Allah zur Verfügung gestellt hat, für Sohn Adam. Wenn er schläft, sie bewachen ihn von Insekten und alles andere. Während du schläfst, wie viele Insekten könnten in deine Nase oder deinen Mund reingehen und deine Ohren? Hast du die Macht? Wenn du schläfst, du bist weg. Manchmal braucht man vielleicht eine halbe Stunde, um dich zu wecken. Aber Allah schickt Malaika, die dich bewachen. Was für ein Gott ist er? Was für ein barmherzigen Herrscher ist das, subhanahu wa ta'ala? Während du schläfst. Ja? Das Gute von Allah kommt immer runter. Aber Allah ist geduldig. Einer seiner Eigenschaften ist geduldig. Deswegen Allah sagt, yawm al-qiyam ibadi, o meine Diener, ich habe euch im diesseitigen Leben genug zugehört. Ich habe euch genug zugehört. Heute hört ihr mir zu. Und das ist ein Befehl von Allah Jalla fi Allah. Niemand darf sprechen. Niemand kann sprechen.
Und die Menschen werden in Angst sein. Die Menschen werden schwitzen. Manche ertrinken im Schweiß. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, alayhi salatu wasalam, sagt, die Menschen werden vor Allah aufstehen, Yawm al-Qiyamah, und sie werden im Schweiß ertrinken. Es ist abhängig von deiner Sünde. Je mehr du sündigst in diesem Leben, desto mehr ertrinkst, Yawm al-Qiyamah, in deinem Schweiß. Ein Tag, ein grausamer Tag. Die Bedrängnisse von diesem Tag kann man nicht beschreiben. Vielleicht eines Tages beschreiben wir sie ein bisschen, inshallah, damit wir ein Bild davon haben. Und dieser Tag ist ein Treffen für jeden von uns. Aber diese Vorstation, das ist das Grab. Und dort werden diese zwei Engel kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die haben einen Hammer, die haben einen Hammer aus Eisen. Sagt, eine ganze Stadt in Saudi-Arabien heißt Mina. Wenn die Bewohner dieser Stadt versuchen, diesen Hammer zu tragen, schaffen sie nicht. Schaffen sie nicht. Und so stark sind die zwei Engel. Das heißt, wenn du gläubig bist und dich vorbereitet hast für diesen Tag und nach Allahs Gesetz gelebt hast, subhanahu wa ta'ala, und nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese zwei Engel werden kommen und sie schieben die Berge mit einer Hand zur Seite. So stark sind sie. Und du liegst im Qabr, im Grab, dann sie wecken dich auf. Wenn du ungehorsam bist, diese Donnerstimme, diese Stimme wie Donner, wird dich total erschrecken. Du wirst eine Angst empfinden, wie noch nie zuvor in deinem Leben. Du bekommst sogar graue Haare. Wir haben Beweise dafür. Aber wenn du tugendhaft bist, was passiert? Diese Taten, die die Muslime heutzutage verrichten, das Gebet, das Fasten im Islam, die Pilgerfahrt, freiwilliges Fasten, Almosen, Spenden, nachts beten, Allah gedenken, subhanahu wa ta'ala, die Schritte zur Moschee, weinen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, aus Furcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala, weinen aus Angst, dass man nicht mehr weinen kann, Angst, dass man nicht als Muslim stirbt, Furcht vor Allah, sich hüten vor dem, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, ihn zu vermissen, jalla fi ula, ihn zu vermissen, die Sehnsucht zu haben, ihn zu sehen, das Verlangen, Allah zu sehen, subhanahu wa ta'ala. All diese guten Taten im Islam, deine Geduld, dass du deine Gebete fünfmal am Tag betest, das ist nicht einfach. Du kämpfst, du strengst dich an. Warum? Damit Allah zufrieden ist. Damit du erfolgreich bist am Tag der Abrechnung. Damit du nicht als Verlierer kommst. Damit du nicht in das Höllenfeuer fallen wirst. Damit Allah stolz auf dich ist. Und damit der Gesandte Allah stolz auf dich ist am Tag der Abrechnung. Und damit du von diesem Becken trinken darfst, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag der Abrechnung. Weil er sagte, diese Becken, die Breite davon ist ein Monat, sagt alaihi salatu wassalam. Und die Becher sind so viel wie die Sterne im Himmel. Und das Wasser ist sogar weißer als Schnee, sagt sallallahu alaihi wasallam. Und schmeckt besser wie Honig. Und nicht jeder darf davon trinken. Und derjenige, der einmal davon einen Schluck davon bekommt, er wird für Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Diese Taten, wenn diese zwei Engel auf dich zukommen, um dich zu erschrecken, dein Gebet eilt sich vor dir, direkt vor denen. Das Gebet kommt und stellt sich vor denen hin und sagt, weckt ihn nicht auf. Mein lieber Bruder, warum sagt er, weckt ihn nicht auf? Er hat sich im diesseitigen Leben jahrelang für Allah bemüht. Er hat sich angestrengt für Allah, subhanahu wa ta'ala. Er hat manchmal auf seinen Schlaf verzichtet. Er hat am Fasten Ramadan hat auf sein Essen verzichtet. Alles ist nicht umsonst. Sondern wir werden dafür belohnt. Das ist nicht umsonst. Es gibt nichts bei Allah, was umsonst ist. Sogar ein Lächeln. Ein Lächeln im Islam ist nicht umsonst. Rasulullah sagt, ihr sollt keine gute Tat ignorieren. Auch wenn du deinen Bruder triffst mit einem Lächeln. Das ist eine Spende, sagt Rasulullah. Und eine Spende beschützt denjenigen Yawm al-Qiyamah vor der Hitze von Jahannam. Vor der Hitze vom Tag der Abrechnung. Jede kleine Tat im Islam gibt es Belohnung dafür. Du sagst deinem Bruder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und du sagst, Assalamu alaikum. Was viele heutzutage vernachlässigen, und lieber sagt er, guten Tag, guten Abend. Was bekommst du für guten Tag und guten Abend? Wallahi, gar nichts. Aber für Assalamu alaikum sagt Rasulullah, einmal kam ein Mann, sagt Assalamu alaikum. Der Gesandte Allah sagt 10. Der Zweite kam rein, sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Gesandte Allah sagt 20. Da kommt der Dritte, sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sagt 30. Das sind 30 Belohnungen. Wenn du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sagst, 30 Hasanat. Und Rasulullah sagt, derjenige, der nach Hause geht
und fängt mit Gruß, mit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin und sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn keiner zu Hause ist, sagt Allah, vermehrt das Gute bei ihm zu Hause. Keine einzige Tat im Islam wird einfach so gehen oder vergehen. Für alle Taten wirst du belohnt. Und für die schlechten Taten, entweder wirst du bestraft oder Allah vergibt. Oder Allah verzeiht, Jalla fikullah. Ihr kennt den Hadith, wo Rasulullah sagt, wenn der Muslim eine gute Tat vorhat, aber er verrichtet sie nicht, Allah schreibt ihn eine gute Tat. Nur für die Absicht. Deswegen sollten viele gute Taten beabsichtigen. Ich beabsichtige ab heute die Pilgerfahrt. Für jeden Tag, für diese Absicht bekomme ich die Belohnung für diese Pilgerfahrt. Und wenn ich die Pilgerfahrt verrichte, noch dazu die wahre, richtig komplette Belohnung. Jeden Tag mache ich gute Absicht für gute Taten. Auch wenn du schlafen gehst, sag, wenn ich schlafe, gehe morgen, werde ich Fajr beten in Moschee, inshallah. Die 5 Gebete in Moschee verrichten, auch wenn du sie nicht verrichtest. Aber mach einfach die Absicht, ernsthafte Absicht. Morgen werde ich inshallah versuchen zu spenden. Morgen, letztes Mal habe ich weniger Allah gedenkt. Ich gedenke Allah mehr morgen, inshallah. Ich werde morgen spenden. Ich werde meine Brüder sehen und lächeln ins Gesicht. Das ist eine Spende. Ich werde versuchen, zwischen Gebet und Gebet in Moschee zu sitzen, um die Belohnung zu bekommen, wie ein Postierter für Sabilillah. Und wenn du trotzdem all das nicht gemacht hast, Allah schreibt dir das alles auf. Wenn du stirbst, wachst du auf mit dieser Absicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Tat im Islam hat eine Belohnung bei Allah. Guck mal, 30 Hasanat für einmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Triffst du 10 Leute am Tag und du sagst, hast du wie viel? 300 gute Taten geschrieben. Und das dauert manchmal 30 Sekunden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diese Engel, liebe Brüder, kommen. Das Gebet eilt sich und stellt sich vor denen hin. Weckt ihn nicht auf, denn er muss sich ausruhen vom diesseitigen Leben. Weil der gläubige Muslim, wenn er stirbt, der Tod bedeutet für ihn die Ruhe. Der Anfang der ewigen Ruhe. Der Anfang der ewigen Zufriedenheit und Gelassenheit. Der ewige Glückseligkeit. Weil das diesseitige Leben, liebe Brüder, jeder von uns und jeder reiche Mann sogar bestätigt selber, dass das Leben hier nie rein ist. Das heißt, das Leben hier, immer gibt es Sachen, die diese Reinheit, diese Safa, diese Reinheit, diese Glückseligkeit verdirbt. Auf jeden Fall. Jeder. Und jeder von uns hat Probleme erlebt. Und jeder von uns ist krank gewesen. Aber im Paradies nicht. Im Paradies sogar hast keinen Rotz in deiner Nase. Kein Schleim. Keine Spucke im Paradies. Keine Speise im Paradies. Keine Bedürfnisse im Paradies. Kein Stuhlgang. Kein Urin im Paradies. Trink, iss, und dann rülpst du das alles Moschus raus. Oder schwitzt das alles Moschus raus, wie du willst. Und dann ist dein Magen wieder zurück, wieder flach. Dann darfst du wieder wünschen. Und dann gibt dir Allah die Kraft von 100 Männern, von 100 Männern vom Paradies. Wofür? Das heißt, du hast die Kraft von 100 Männern beim Essen, beim Trinken, beim Genießen, beim Beischlaf und alles Mögliche. Du isst und trinkst und genießt für die Ewigkeit. Und das Schönste da, dass Allah subhanahu wa ta'ala all die Sorgen vom diesseitigen Leben, was du davon befreit. Es gibt zwei Quellen vor der Tür des Paradieses, vom Tor des Paradieses. Eins für das innere Reinheit, das heißt, du trinkst einmal, all diese schlechten Eigenschaften, die du hattest im Leben, verschwinden. Allah macht dir eine innere Dusche. Also Allah reinigt deine Eigenschaften. Das heißt beispielsweise, im Dunya gibt es Hass, Neid, Sorgen, Stress, Wut, Zorn. All das wird es nicht mehr geben. Langeweile, viele sagen, was ist, wenn es langweilig wird? Dieses Wort Langeweile existiert gar nicht mehr. Allah ersetzt das mit etwas anderes, ein anderes Gefühl im Herz. Und der heißt die ewige Glückseligkeit. Das heißt, du empfindest für die Ewigkeit diese Glück und diese Freude, aber für Ewigkeit kein Trauern. Beispielsweise die Frauen im Paradies. Manche Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen über das Alter von der Frau im Paradies. Manche sagen 18 Jahre alt. Manche sagen nein, 14, 16 Jahre alt. Manche sagen 20, unterschiedliche Meinungen. Aber sind alle gleich alt. Und sie bleiben für immer in diesem Alter. Sie werden nicht älter. Eine Frau kam zu Rasulullah s.a.w. Rasulullah hat gerne Spaß gemacht, aber hat nie gelogen, wenn er Spaß gemacht hat. Deswegen ist es verboten, aus Spaß zu lügen im Islam. Der Gesandte Rasul kam diese Frau zu ihm, sagte, oh Gesandte Allah sallam, gehöre ich ins Paradies? Dann sagte er, nein. Sagte er, keine ältere Frau wird im Paradies reingehen.
Und hat auch ernst gemeint. Spaß, aber ernst gemeint. Die Frau ging traurig, sie hat ihn falsch verstanden, sie ging sehr traurig zu Aisha, radiallahu anha. Sagt, ja Aisha, was sagt, warum weinst du? Sagt, Rasulullah hat gesagt, ich werde nicht im Paradies gehen. Keine ältere Frau wird im Paradies gehen, ich bin alt. Dann hat Aisha Rasulullah s.a.w. gefragt, sagt, ja, ich habe recht, weil Yawm al-Qiyamah diese alte Frau wird wieder Jungfrau werden. Erst dann geht es in Paradies. Das heißt, es gibt kein Alter mehr. Alter mehr im Paradies. Jeder, der reingeht, ist jung für die Ewigkeit. Die Männer sind 33 Jahre alt. Und das ist bewiesen, wissenschaftlich sogar, das ist das beste Alter des Mannes. Wo der Mann sich am besten fühlt, am stärksten fühlt. Das hat Allah extra ausgesucht für wen? Für die Frauen im Paradies. Die Größe von dem Mann im Paradies, 60 Ellen, wie Adam a.s. Adam a.s. war 60 Ellen groß. Sind ungefähr mehr als 30 Meter ist der Mann groß im Jannah. Für wem ist das? Für die tugendhafte Frau im Paradies. Das Aussehen vom Mann im Paradies ist wie Yusuf a.s. Yusuf ist ein Prophet, der war sehr, sehr, sehr hübsch. Die Frauen, als sie ihn gesehen haben, als er rauskam, als sie die Königin versucht hat, ihn, A'udhu Billah, zu verführen, damit er mit ihr Unzucht begeht, er weigerte sich. Die Menschen haben sich gewundert, wie kann diese Königin ihre Bedienteste dazu bringen, dass er mit ihr A'udhu Billah Unzucht begeht. Wie kommt das? Sie haben also die Frau A'udhu Billah getadelt und sie haben über sie also schlecht geredet. Dann hat er gesagt, okay, ihr kommt bei mir zu Hause, ihr werdet sehen. Sie hat ihn geschmückt und hat ihn rausgeholt. Sie hat jeder von denen ein Messer gegeben und Obst gegeben, damit sie das schneiden. Als sie ihn gesehen haben, sie haben deren eigene Hände abgeschnitten die ganze Zeit, mehrmals, und sie haben es noch nicht mal gemerkt. Sie haben gesagt, das ist kein Mensch, das ist ein Engel. So ist das Aussehen von einem Mann im Paradies. Groß, sächlich, alle wie Adam a.s. Das Aussehen von Yusuf und der Charakter von wem? Von dem besten Menschen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man sagt, die Stimme von den Menschen im Jannah ist wie Dawud a.s. Der beste Stimme im Paradies. Wenn er anfängt zu rezitieren, das ganze Paradies wackelt. Das heißt, sie tanzt mit. Auch sogar am diesseitigen Leben, als er gelebt hat, wenn er angefangen hat zu weinen über seinen Fehler, hat angefangen Bittgebete zu machen mit seiner Stimme, die Tiere alle haben mitgeweint. Weil er so schöne Stimme hat. Dawud a.s. Aber die Stimme von Muhammad s.a.w. im Jannah ist 70 Mal besser als Dawud a.s. Weil der beste Mann im Paradies ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasallam. Wenn wir ihn lieben, wir werden mit ihm dort sein, inshaAllah. Aber ihn lieben bedeutet ihn folgen. So leben wie er, alaihi salatu wasallam. Wie gesagt, im Grab, deine Taten werden dich beschützen. Sie kommen, sie sagen zu den Malaika, bleib stehen. Wacht, weckt ihn doch gar nicht auf. Sie versuchen von der rechten Seite zu kommen, kommt das Fasten. Sie versuchen von der linken Seite zu kommen, kommt dein Almosen. Sie versuchen vom Kopf zu kommen, kommt dein Geduld, dein Pilgerfahrt. Die guten Taten umzingeln dich. Was wissen dann diese Engel? Die wissen, dass du ein Tugendhafter warst. Die wissen, dass du ein wahrer Diener Allah warst. Die wissen, dass du dein Leben gewidmet hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann was machen sie? Ändern die Stimme. Sie rufen dich mit einer leisen Stimme. Guck mal, Allah verschafft dir Respekt dort schon. Allah ehrt dich dort, wo du einsam bist, wo deine Familie dich verlassen hat, wo die meisten Menschen, die dich lieben, dich verlassen haben. Die haben dich im Stich gelassen. Wegen diesen Menschen hast du vielleicht deinen Glauben verlassen. Heutzutage viele tun das. Oder wegen der Frau, die er liebt. Oder den Mann, den sie liebt. Oder wegen Geschäft, wegen Arbeit. Wo sind sie jetzt, wo du im Grab bist? Wo sind sie, wo du jetzt im Grab bist? Alle Menschen, die du liebst, haben dich abgelenkt. Wo sind die heute? Wenn sie dich wirklich lieben, warum können die nicht helfen? Und sie können dir nicht helfen, auch wenn sie da drin mit dir sind. Allah sagt, Abdi, sie haben dich in der Erde reingesteckt. Sie haben dich in die Erde begraben. Und sie haben dich allein gelassen. Und wenn sie bei dir bleiben, sie werden dir nichts nutzen. Und wegen denen hast du mich vernachlässigt. Und jetzt bin ich der Einzige, der hier geblieben ist für dich. Und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Abdi, ich werde dir vergeben, Abdi. Allah. Wie Rahim ist Allah. Alle haben dich im Stich gelassen. Aber du hast sein Dien im Stich gelassen. Du hast sein Glauben im Stich gelassen. Du behauptest, du bist Muslim, aber du lebst nicht nach seinem Gesetz. Du bist ungehorsam. Er trotzdem sagt, Abdi, ich werde dir vergeben. Yawm al-Qiyamah wird ein Mann kommen. Hat so viele Sünden gemacht. So viele schlechte Taten gemacht. Allah ruft den Abdi, komm her. Was macht Allah? Guck diese Eigenschaften von diesem Ilah, von diesem Rabb, subhanahu wa ta'ala. Wie barmherzig der ist. Allah verdeckt seinen Diener von allen Menschheit von Tag der Versammlung.
Alle Menschen sind versammelt. Allah subhanahu wa ta'ala verdeckt ihn vor allen Menschen. Damit keiner sieht seinen Fehler, keiner sieht diesen Gespräch zwischen ihm und Allah. Allah zieht ihn eine ganz kleine Abrechnung mit ihm. Ganz kleines bisschen. Leicht. Und da sagt ja Allah, ist das alles? Ich habe viele andere Sünden, ja Allah. Ich habe große Sünden gemacht, ja Allah. Allah sagt, Abdi, ich habe dich doch im Dunya verdeckt. Ich habe sie dir heute vergeben. Dann bekommt er sein Buch mit seiner Rechte und geht mitten in dieser Versammlung von Adam a.s. bis der letzte Mensch, der erschaffen wird, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sag hier, inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Ich habe gedacht, ich werde schwere Abrechnung, ich werde schwer zur Rechenschaft gezogen werden bei Allah. Ich dachte das. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Fahuwa fi ishatin radiya. Erstmal sagt, ha umiqra'u kitab. Hier, lies mein Buch. Ich dachte, ich werde schwere Abrechnung haben mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, wo ist er jetzt? Er bekam ein friedliches Leben. Wo? In einem ganz hohen Paradies. Ganz hohe Jannah. Die Paläste im Paradies, liebe Bruder, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sind so hoch, sagt wie die Sterne im Himmel. Sagt Rasulullah, wenn du weißt die Höhe, wenn du gerne wissen willst, wie hoch die Häuser sind im Paradies, sagt, dann guck dir den Stern an, den du mit bloßen Augen nicht sehen kannst. Deswegen, liebe, unsere Taten heutzutage sind der Grund unserer Erfolg morgen. Und der Grund, dass wir heute glücklich sind. Und die innere Zufriedenheit, die die Menschheit heutzutage sucht. Die haben so lange gesucht. In allem haben sie gesucht. Ich erinnere mich an eine tugendhafte Frau. Sie hat sich gestritten mit ihrem Mann. Der Mann kam zu ihr und sagte, bei Allah, ich werde dich unglücklich machen. Sie sagte, du schaffst es nicht. Die Frau hat Gewissheit, hat Iman. Sie sagte, du schaffst es nicht. Sagte, was? Sauer geworden. Sagt, wie, ich schaff das nicht. Sagt er, wenn du meinst, dass du mir das Geld wegnehmen willst oder das Vermögen, dann nimm es. Sagt, denn das ist nicht mein Glück. Sagt, die Glückseligkeit, sagt die Frau, ist nicht im Geld, ist nicht im Vermögen. Sagt, und wenn du meinst, du wirst mal das ganze Schmuck von mir nehmen, da drin fand ich auch nicht meine Glückseligkeit. Dann sagt er, wo ist deine Glückseligkeit? Sagte, in mein Iman, in mein Herz. Mein Glauben, meine Überzeugung an Allah, mein Glauben an Allah, sagt, ist in mein Herz. Und das ist der Grund meiner Glückseligkeit. Und mein Herz hat keiner die Macht darüber, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen kannst du mich nicht unglücklich machen. Diese Frau hat den Iman genossen. Sie genießt diese Überzeugung, diese Glauben in ihrem Herzen. Suchst du nach Glückseligkeit? Sei gehorsam. Widersetze Allahs Gesetze nicht. Widersetze die Befehle von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Sei ein gehorsamer Diener. Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, Hassan al-Basri, rahimahullah, sagt schöne Worte. Sag, suche den Genuss des Islam oder den Genuss der Überzeugung oder dein Glauben in drei Sachen. Sag, beim Gebet, beim Gedenken Allah, beim Rezitieren vom Koran. Wenn du da keinen Genuss hast und dieser Genuss ist der Grund deiner Glückseligkeit, dann sollst du wissen, dass das Tor zwischen dir und Allah ist geschlossen. Der Weg zwischen dir und Allah ist geschlossen. Und diese Frau fand diese innere Ruhe, diese Glückseligkeit. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, es genügt, wenn wir die Worte Allah lesen. Er ist der Schöpfer. Er hat alle Mittel erschaffen. Er hat subhanahu wa ta'ala die Mittel für Glückseligkeit erschaffen. Die Mittel der Zufriedenheit erschaffen. Die Gründe dafür. Und hat erschaffen auch die Gründe und die Mittel, a'udhu billah, für die Unglückseligkeit. Allah sagt, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Ist ein Versprechen von Allah. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ أُجُورَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ungefähre Bedeutung, Allah sagt, und derjenige, der gute Werke verrichtet, ob Mann oder Frau, hier gibt es keinen Unterschied. Allah ist gerecht. Es gibt keine Unterdrückung im Islam. Allah ist gerecht. Allah ist nicht ungerecht, subhanahu wa ta'ala. Wie viele andere. Ungerecht bedeutet beispielsweise, du belohnst jemanden. Du bestrafst jemanden für etwas, was er nicht getan hat. Oder du gibst ihm seine Belohnung, aber weniger als das, was er verdient hat. Allah ist nicht so. Allah ist gerecht. Allah wird jedem Mann und Frau sein Recht geben, heute und morgen. Und du bekommst nur das, was du verdient hast. Und dieser Mann und Frau, ob Mann oder Frau, sagt Allah. Und die Bedingung dafür, und er ist gläubig. Der glaubt an Allah. Der glaubt an all das, was Allah gesagt hat im Koran. Er lebt nach Koran und Sunnah. Sagt, diese Leute, was hat Allah versprochen? Wir werden denen ein friedliches Leben schenken. Wir werden in Frieden leben.
Diese innere Ruhe, innere Zufriedenheit, sie werden sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was passiert? Also innere Ruhe in diesem Leben im Diesseits, innere Zufriedenheit im Diesseits und im Jenseits, was passiert? Allah sagt, wir werden sie belohnen mit der besten Belohnung für das Beste, was sie getan haben. Und die Belohnung im Yawm al-Qiyamah ist das Paradies. Das ist das wahre Erfolg. Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ. Heutzutage, die Menschen verstehen Erfolg falsch. All das ganze Erfolg in diesem Leben, es ist ein kurzer Erfolg. Es endet entweder mit einer Krankheit, oder es endet mit dem Tod, oder mit einem Unfall, oder du wirst gelähmt. Also es ist alles möglich in diesem Leben. Wie viele Fußballer habe ich gesehen, und habt ihr selber gesehen, die gerade mal am Anfang deren Karriere waren. Sie haben nicht damit gerechnet, dass diese Karriere zu Ende geht. So schnell zu Ende geht. Mitten im Fußballplatz, mitten wo die alle jubeln, bejubeln diese Leute, sie sterben mitten im Platz. Ist ein Zeichen für jeden, der einen Verstand hat, dass das Erfolg im Leben nicht sicher ist. Wallahi niemals. Egal wie Erfolg du bist, der Todesengel lauert jederzeit. Vielleicht der Todesengel war an dem gleichen Haus, wo du warst. Vielleicht dein Bruder ist gestorben, dein Vater, dein Opa, dein Oma, dein Freund, dein Gefährte, dein Verwandter. Das heißt, Malak immer ging an dir vorbei und er wird wieder zurückkommen zu dir. Vergiss das nicht. Das heißt, dieser Erfolg in diesem Leben ist kurz. Und der wird auch, wenn er länger dauert, vielleicht 60 Jahre, 70 Jahre, aber du wirst sterben. Aber das wahre Erfolg erwähnt Allah im Koran. Im Koran erwähnt das Allah. Warum wir glauben das, was Allah sagt? Weil Allah der Schöpfer ist dieses Erfolges. Weil Allah kennt das Leben am besten. Er hat das doch erschaffen. Er ist der Schöpfer. Und der Schöpfer kennt sein Eigentum besser als du. Der Besitzer selber verachtet diese Erde. Verachtet das Diesseits. Hat keinen Wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir werden gleich kurz erwähnen, das diesseitige Leben, was es bedeutet bei Allah. Jalla fi ala. Aber Allah sagt, und derjenige, der vom Höllenfeuer ferngehalten wird und ins Paradies reingeht, sagt Allah, faqad faz, der ist erfolgreich. Also willst du erfolgreich sein, willst du das wahre Erfolg haben, willst du ein Gewinner sein, dann bereite dich heute vor für diesen Tag im Jenseits. Und dieser Tag ist 50.000 Jahre lang. 50.000 Jahre lang. Bereite dich vor für diesen Tag. Kleine Kinder, Neugeborene, bekommen graue Haare an diesem Tag. Vor Angst vor Allah. Die haben keine Sünde. Aber der Tag ist so schlimm und so grausam, dass sie graue Haare bekommen. Vor Angst. Und du hast, wie viele Sünden hast du und ich? Wie viele haben wir Allahs Gesetze vernachlässigt jeden Tag? Ist das endlich nicht genug? Was haben wir von dieser Dunya erreicht? Was haben wir von diesen Sünden oder diese Ungehorsamkeiten erreicht? Was haben wir erreicht? Von dieser Schönheit, wenn die Schwester oder die Frau rausgeht und schminkt sich und alles, was hast du erreicht? Einfach, dass die Menschen sagen, tolle Frau, dass sie dich anmachen, dass sie dich alles billig bezeichnen, a'udhu billah. Ich kenne eine Geschichte von einem Jungen, der war lange Zeit mit einer Frau zusammen. Sie betete nicht, sie hat kein Kopftuch gehabt. Sie haben, a'udhu billah, Unzucht zusammen begonnen. Am Ende, er ruft einen Gelehrten an, sagte, bitte, ich brauche eine Frau. Sagte, wie du, ich kenne dich doch, du hast doch eine Freundin. Sagte, ich brauche eine tugendhafte Frau. Sogar die ungehorsamen Männer suchen selber gehorsame Frauen. Weil sie wissen, diese tugendhafte Frau beschützt ihn. Sie bewahrt ihn, sie bewahrt alles, was ihm gehört. Auch wenn er abwesend ist. Auch wenn er auf Reise ist. Aber eine eigene Freundin kann er nicht vertrauen. Dann hat er gesagt, ja, ich brauche eine tugendhafte Frau. Wer sagt mir, dass meine Freundin, die hier ist, nicht das Gleiche macht mit jemand anders? Verstehst du, du bist wertvoll erst, wenn du dein Hijab trägst. Du bist was Besonderes, du verdienst Respekt, Ehre, Würde, wenn du dich verschleierst. Wie eine Perle, das haben wir schon mal erwähnt, brauchen wir nicht zu wiederholen. Eine Frau draußen mit einem Hijab, man sieht ihr Reiz nicht. Es gibt nichts, was man gucken kann. Also sie verdient Respekt. Sie ist nicht billig, sie verkauft sich nicht an jeden. Eine Perle bekommt nicht jeder zu berühren, anzufassen. Aber ein Stein schmeißt jeder hin und her. Aber eine Frau ist was Besonderes im Islam. Wir haben letzte Woche erklärt, diese Geschichte mit einer christlichen Frau, die Muslima geworden ist, als sie die Vorzüge vom Hijab gehört hat. Vom Kopftuch und Schleier gehört hat. Kennt ihr diese Muschelperle? Ja, einfach das gleiche Beispiel, diese Muschelperle. Was macht diese Muschelperle, wenn sie Gefahr merkt? Sie geht zu. Sie beschützt diese Perle. Genau dieser Hijab, diese Schleier im Islam, beschützt diese Perle. Welche Perle? Das ist die tugendhafte Frau im Islam. Die Gelehrten bezeichnen die tugendhafte Frau im Islam als eine duftende Blume, die man jederzeit gießen und sich darum kümmern muss. Deswegen unser Erfolg, liebe Brüder, in diesem Leben, unsere Zufriedenheit in diesem Leben, liegt im Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf, dass wir leben auf der gleichen Art und Weise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist der wahre Erfolg im Leben. Und das wahre Gewinn yawm al-Qiyamah ist, dass wir im Paradies reingehen.
Weil die Menschen, der Ungläubige im Grab, der Gläubige, werden die Engel zu ihm kommen und sagen, guck mal, die öffnen ein Tor für ihn, das Tor von der Hölle, A'udhu Billah. Aber der spürt ihre Hitze gar nicht, weil er ist gläubig, er war tugendhaft, er war rechtschaffen. Allah bestraft ihn nicht, subhanahu wa ta'ala. Er sagt, siehst du das? Das wäre deine Bleibe gewesen, das wäre dein Zuhause gewesen am Tag der Abrechnung, wenn du nicht diese drei Fragen beantwortet hast. Welche Fragen werden es im Grab sein? Viele Muslimin wissen sie gar nicht. Wallahi, viele Muslimin wissen sie gar nicht. Drei Fragen. Man huwa rabbuk? Was willst du sagen, wenn du im Dunya unachtsam warst? Was willst du sagen, wenn du heute mit Michael Jackson und Fußball und Weltmeisterschaft beschäftigt warst? Du warst abgelenkt. Du hast keine Zeit. Du wusstest noch nicht mal, dass Allah da ist. Du siehst seine Zeichen überall in dir, auf dieser Erde, in dieser Erde, im Himmel. Seine Zeichen, und du erkennst, du gehst blind auf dieser Erde, obwohl du sehen kannst. Weil dein Herz tot ist. Was willst du dann antworten im Grab? Die Gelehrten sagen, dein Herz wird antworten im Grab. Das, was in dein Herz drin war, wirst du durch deine Zunge sprechen. Deswegen der Ungläubige wird gefragt, Man huwa rabbuk, wer ist dein Herr? Sag, ha? Ich weiß es nicht. Dann schlagen sie ihn mit dieser Eisenhammer, wal'iyadu billah. Dann geht er 70 Ellen tief in die Erde rein, a'udhu billah. Dann kommen Skorpionen und Schlangen und sie tun weh. Und sie beißen die ganze Zeit, dann kehrt er wieder zurück. Und dann brennt sein Qabr und dieses Grab wird immer enger, bis seine Rippen auseinandergehen. Das ist Allah al-Afu al-Afi. Dann schickt Allah Schlangen auf ihm und Skorpionen. Und da bist du alleine. Wer soll dich da retten? Wer soll dich jetzt retten? Aber jetzt kannst du dich noch retten. Solange du die Zeit hast, solange du lebst, du kannst dich retten. Jede Minute zählt für dich, wallahi, deine Zeit ist dein Kapital. Jede Minute zählt, jeder Atemzug zählt, jeder Herzschlag zählt. Warum? Weil du kannst nicht wissen, wann der letzte Herzschlag schlägt. Du kannst nicht wissen, wann du einatmest und nicht mehr ausatmen kannst. Du kannst nicht wissen, wann dein Verstand aufhört zu leben. Du kannst nicht wissen, wann der Todesengel dich mitnimmt. Denn der Todesengel guckt uns ins Gesicht an, jeden Tag, fünfmal am Tag. Fünfmal am Tag. Gerade wo du unachtsam bist, wo du beschäftigt bist, wo du die Gebete vernachlässigst, wo du Allahs Gesetze vernachlässigst, subhanahu wa ta'ala, wo du ungehorsam bist. Heute habe ich eine Geschichte gehört von einem jungen Mann in der arabischen Halbinsel, das ist passiert. Da, wo Adhan gerufen wird, da, wo das zum Gebet gerufen wird. Ein junger Mann, der hat da gelebt, er ist verreist, wohin? Nach Europa, Paradies. Sie nennen das Paradies, das ist Paradies. Wenn das Paradies wäre, dann werde ich keine einzige Sache für sie tun, Allah. Aber subhanallah, dieser Mann kam und hat gedacht, Frauen und Partys und weiß Allah, was das ist. Er war dort, ein heiligster Ort, heiliger Ort, Mekka, Medina, die besten Orte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du hörst fünfmal Adhan, fünfmal wird gerufen zum Gebet, nicht nur von einer Moschee. Gleichzeitig in einem Ort hast du fünf, sechs Moscheen, mashallah. Und dieser Gebet ruft, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ruft dich zum Erfolg, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah. Eil dich zum Gebet und danach, was sagen die? Eigentlich zum Erfolg. Also im Gebet liegt der Erfolg. Nicht im Geschäft, nicht in Partys oder Frauen oder weiß Allah was. Sondern im Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet. Aber dieser Junge hat kein Interesse daran. Der kommt hier hin, er findet eine Frau, er hat sie kennengelernt, begeht Unzucht. Kurz danach haben sie ihn nach Hause gebracht, tot. Als der Gelehrte dann ihn gewaschen hat, sagt, ich habe die Leute gefragt, wie er gestorben ist. Sagen die, er ist gestorben, als er gerade auf diese Frau gelegen hat. Gerade wo er Unzucht begonnen hat, kam der Todesengel. Gerade wo er eine schlimme Sünde begeht, eine der größten Sünden im Islam begeht, kommt der Todesengel und nimmt seine Seele mit. Hat er damit gerechnet? Der Shaitan hat so mit ihm gespielt, hat ihn so abgelenkt, hat ihn so sicher gemacht, du hast noch Zeit, du wirst nicht sterben jetzt. Mach einfach und danach mach Taube. Zeig danach Reue, du hast Zeit. Das ist das, wie sagt man, das Tul und Amal. Diese lange Lebenserwartung ist eine Waffe von Iblis. Eine Waffe vom Teufel, die er jeden Tag benutzt, besonders die Umma heutzutage. Die Umma sehen das Leben hier alles, wie sagt man das, alles ewig bleiben. Heute die Lage ist andersrum. Unsere Herzen, das Problem, dass unsere Herzen liegen auf dem Kopf. Wenn du auf dem Kopf liegst, siehst du alles andersrum. Unsere Herzen liegen heute auf dem Kopf. Und sehen die Wahrheit als Lüge und Lüge als Wahrheit heutzutage. Das diesseitige Leben ist vergänglich. Warum? Weil Allah das sagt im Koran. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alles, was in ihr wird vergehen. Die Erde wird vergehen. Wir werden sterben. Wo sind die vorherigen Völker, die vor uns waren? Die haben tausende von Jahren gelebt. Nuh alayhi salam wurde gefragt von Jibril alayhi salam.
Ja, Nuh. Nuh ist der Prophet, der am längsten gelebt hat. Hat allein in seinem Volk 950 Jahre Da'wah gemacht. Sie gerufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrten sagen, er hat noch 300 Jahre dazu gelebt. Das ist 1250 Jahre ungefähr, sagen die Gelehrten in Tafsir ibn Kathir. Und dann er sagt, wie hast du das Leben gefunden, ja Nuh? Wie war das diesseitige Leben für dich? Sagt, wie ein Zuhause, wie ein Haus, der zwei Türen hat. Ich bin von einer reingegangen, von der anderen wieder raus. So kurz ist das Leben. Für einen Mann, der über 1000 Jahre gelebt hat. Wie lange leben wir? Und Rasulullah s.a.w. sagt ein Hadith von Abi Hurairah radiallahu anhu sagt, ich hörte den Gesandten Allah s.a.w. sagen, das Leben oder das Alter meiner Gemeinde, meiner Ummah, ist zwischen 60 und 70. Wenige überschreiten es. Aber wie viele kleine Kinder, gerade mal geboren, die Eltern freuen sich über diese Kinder. Und sie hoffen, der wird Fußballer, der wird Boxer, der wird Kickboxer, der wird Star, der wird Schauspieler, der wird weiß Allah was sein. Die haben Hoffnung, die freuen sich. Die machen sich Wünsche, lange Lebenserwartung. Und am nächsten Tag, dieser Kind liegt im Grab. Ich habe es selber erlebt bei vielen. Kleine Kinder, neugeboren, Achi. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das schon vorher bestimmt hat. Das heißt, dein Leben ist vorher bestimmt. Du weißt nicht, weil Allah hat das extra verborgen gelassen. Warum? Der Kluge und der Clever ist der, sagt, der Tod kann jederzeit kommen. Also was mache ich? Ich bereite mich vor. Das heißt, wenn der Tod kommt, alles ist vorbei. Das Ende aus. Du bist raus aus diesem Leben, wohin zum Jenseits. Und das Jenseits, viele denken, das ist der Anfang der Ruhe. Für den, der ungehorsam ist, das ist der Anfang der ewigen Strafe. Das heißt, er wird nie wieder für die Ewigkeit eine Sekunde oder einen Atemzug Ruhe haben. Weil da geht die wahre, das wahre Leben. Sayyidina Ali sagt, radiyallahu anhu, Gefährte des Propheten Muhammad, was er sagt, ungefähr die Menschen sind unachtsam. Oder besser gesagt, die Menschen schlafen. Wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Weil das ist erst das Leben. Wie ein Gelehrter sagt, die Menschen, wenn wir sterben und werden in Ruhe gelassen, dann wäre der Tod Ruhe für jeden. Er sagt, wenn wir sterben, wir werden gefragt. Wir werden wieder geschickt, wieder auferstehen. Und werden wieder gefragt, wir Allah, alles gefragt. Sogar ein Lächeln, ein Grinsen. Du wirst danach gefragt, warum hast du gelächelt? Warum hast du gegrinst? Warum? Hast du eine Antwort dafür? Geachtet auf die tugendhaften Menschen, wie sie denken. Ein Tabi'i, haben die gefragt, wie bereitest du dich vor fürs Jenseits? Sagt bei Allah, jedes Wort. Bevor ich denn spreche, ich denke zuerst an die Antwort Yawm al-Qiyam. Ich denke an die Antwort dafür am Tag der Abrechnung, wenn Allah mich fragen würde, subhanahu wa ta'ala, Abdi, warum hast du dieses Wort gesagt? Und du wirst nicht von einem Richter gefragt. Du wirst von Allah gefragt. Und du kannst Allah nicht anlügen. Einen Richter kannst du anlügen. Weil dieser Richter kann das Verborgene nicht sehen. Aber Allah kennt dich. Denn er ist dein Schöpfer. Er kennt das Innere in dir. Er kennt das, was du verbirgst. Er weiß, was du gleich denken wirst. Ja, und was du denken wirst. Und wann du diese Gedanken in Tat umsetzen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala durchschaut das Gewissen. Allah kennt das Verborgene und deine Geheimnisse. Und Geheimnisse von jedem. Wir sitzen hier so nah aneinander. Keiner weiß, was der in seinem Kopf vorgeht. Keiner weiß, was der in seinem Herzen hat. Keiner weiß, was in seinem Gewissen drin ist. Aber Allah kennt uns alle. Und du schaut uns alle, subhanahu wa ta'ala. Denn nichts kann sich vor Allah verbergen. Und sogar wenn du lügst, Yawm al-Qiyamah, Allah wird dir zeigen, live, Abdi, hier, guck dir das an. Allah wird deinen Mund schließen. Dein Mund kann nicht mehr sprechen. Du hast geklaut. Du sagst, ja Allah, ich habe nicht geklaut. Dann Allah lässt deine Hand sprechen. Du hast vergessen, dass Allah der Allmächtige ist. Das nichts kann Allah unfähig machen. Ein Jude kam und das zeigt die Macht Allah, die Erhabenheit Allah Jalla fi'ula. Ein Jude sagt, ja Rasulullah, ich habe gelesen, dass die Ungläubigen Yawm al-Qiyamah in Jahannam, die werden auf ihren Gesichter gehen. Dann sagt er, wie geht das? Einfache Antwort von Rasulullah, nicht kompliziert. Sagt derjenige, der sie auf dieser Erde auf Füßen gehen lässt, er lässt auf Gesichter gehen Yawm al-Qiyamah. Er besitzt die unendliche, uneingeschränkte Macht. Er braucht nur sagen, kun fayakun. Kun fayakun, sei, dann ist es. Ende. Willst du dich vor dem verbergen? Und dieser Gelehrte sagte auch, jede Tat, bevor ich sie verrichtet habe, habe ich erstmal an die Antwort dafür gedacht. Ich habe die Antwort erstmal vorbereitet. Weil Allah wird nach unseren Taten fragen. Sitzen wir hier mit Aufrichtigkeit? Weswegen sitzen wir hier? Wegen Allah? Ihm zuliebe? Oder weil mein Freund hier gekommen ist. Deswegen, jeder muss nachdenken. Nur diese Tat heute. Wenn wir mit falscher Absicht sitzen, wir haben umsonst gesessen. Sogar das Problem nicht nur umsonst, wir werden dafür bestraft. Das ist eine gute Tat, die ein Paradies bringt. Bi'idhnillah, weil selber dieser Platz ist ein Paradiesgarten. Aber wenn wir mit falscher Absicht sitzen,
Und Yawm al-Qiyamah fragt dich Allah und sagst, ja Rabbi, ich habe gesessen wegen das und das. Sagt dir Allah, Abdi, geh, du hast Schirk begonnen, dann ab in Jahannam, geh ins Höllenfeuer. Also achtet auf jede Tat. In diesem Leben, liebe Brüder, wir müssen profitieren. Der Sinn des Lebens. Wir müssen uns verbessern, bevor wir sterben. Versuchen, gute Menschen zu sein. Wie Allah sagt im Koran. Liest, ich bitte jeden von euch, dass er liest die ersten 10 Versen von Surat al-Mu'minun, die Gläubigen. Das sind die, die bekommen das Paradies, Yawm al-Qiyam. Allah hat diese Leute das Paradies versprochen. Allah hat diese Leute das Paradies versprochen, nicht nur das Paradies, sondern die Ewigkeit im Paradies versprochen. Das sind die, die das Paradies erben werden, die sie verdient haben. Lest diese 10 Eigenschaften, dann weißt du, ob du gläubig bist oder nicht. Weil wir haben gestern einen Hadith gesagt, wo Rasulullah s.a.w. sagt ungefähr, Allah hat das Paradies Adn, das Paradies heißt Adn, erschaffen mit seiner Hand, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Rasulullah s.a.w. Labinatun min durratin bayda. Er beschreibt jetzt dieses Paradies, sagt ein Ziegel aus einer weißen Perle und ein Ziegel aus Zabarjadin Khadra, grüner Edelstein. Deswegen sage ich, unser Verstand kann das Paradies nicht begreifen. Und sagt, ein Ziegel aus roter Rubine. Aus einer roten Rubine, sagt Rasulullah. Und sagt sogar ein Ziegel aus Gold und ein Ziegel aus Silber. Und sagt, Hashishu has Za'faran. Die Wiese im Paradies ist Za'faran. Ist eine duftende Pflanze. Nicht das, was wir im diesseitigen Leben kennen. Sagt, die Kieselsteine sind Perlen und Diamanten. Was ist das für ein Blick? Und dann sagt sallallahu alaihi wasallam, Allah hat zu ihr gesagt, sprich zum Paradies. Das Paradies hat gesagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Erfolgreich sind die Gläubigen. Allah sagt, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَنْ يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِيلٍ. Allah sagt, ich schwöre bei meiner Ehre und meiner Würde, dass niemand in dir hineingehen wird oder mein Nachbar sein darf in dir, der faul war. Also hier sagt das Paradies, erfolgreich sind die Gläubigen. Der Gelehrte sagt, okay, wir bleiben bei diesem Wort Gläubigen stehen. Damit du Garantie hast, dass du in diesem Paradies gehörst, lese die 10 Versen, die ersten 10 Versen von Surat al-Mu'minun, die Gläubigen. Die Frauen genauso. Liest und sagt diese Gelehrte und vergleicht dich selbst damit. Ob du diese Eigenschaften hast. Die erste, wisst ihr was ist? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Das erste Problem schon. Das ist wirklich ernsthafte Probleme. Erfolgreich sind die Gläubigen welche? Die demütig sind beim Gebet. Und heutzutage, ich gebe euch eine Warnung für mich und für jeden, der mir zuhört. Und auch für die Jinn, die zuhören. Ja, für alle. Abdullah ibn Samit, Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, sagt, es wird eine Zeit kommen. Es wird eine Zeit kommen, du wirst in eine große Moschee reingehen und du wirst keinen einzigen Demütigen finden. Eine große Moschee, meint er. Nicht eine kleine Moschee. Keinen einzigen Demütigen mehr, vor Allah. Man sagt, Hudayfa sagt, radiyallahu an, noch eine Warnung für uns, dass wir wirklich weinen um diese Sache. Dass wir Allah darum bitten, dass wir nicht so sind. Und wenn wir so sind, wir müssen uns bemühen, richtig, dass wir bevor wir sterben, so sind, so beten, wie Allah sagt. Weil mit dem Gebet ist nicht zu spielen. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, weswegen Allah dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dieser Nachtreise sich zu ihm genommen hat. Extra um ihm diesen Geschenk zu geben. Das ist eine Verabredung 5-mal am Tag mit Allah. Ein Gespräch 5-mal am Tag mit Allah ohne Dolmetscher. Und du vernachlässigst, und du spielst beim Gebet. Ja? Hudhayfa sagt, das Erste, was in dieser Umma verschwinden wird, sagt die Demut. Al-Khushu'a. Allah muss kann man sagt, und das Zweite, das Gebet. Weil wenn Demut im Gebet nicht ist, das Gebet wird zur Last. Weil diese Demut erleichtert das Gebet. Macht das Gebet einfach, leicht. Weil diese Demut ist der Grund, dass der Mu'min sein Gebet genießt. Das ist ein Demut ist im Herz. Und das Herz, Demut, sagt Ibn Kathir, ist As-Sukun, die innere Ruhe, Gelassenheit, Friedlichkeit. Das empfindet das Herz, das sucht doch das Herz. Alle Menschheit sucht das. Also beim Gebet findet man das wann? Wenn du demütig bist. Wenn du demütig bist. Wenn du diesen Demut hast, du genießt das Gebet. Du gehst mit Freude zum Gebet. Du eilst dich zum Gebet. Auch wenn du 3 Uhr morgens aufstehst deswegen. Weil du genießt das Gebet. Du liebst das Gebet. Warum? Weil du sprichst in diesem Gebet mit Allah.
Mit Allah, der dich erschaffen hat. Ein Sahabi sagt, derjenige, der mit Allah ohne Dolmetscher sprechen möchte, er sollte sein Gebet nicht ergehen und Allah verherrlichen, subhanahu wa ta'ala, und Takbir machen, Takbir al-Haram, und dann spricht er mit Allah ohne Dolmetscher. Aber Allah, liebe Bruder, tadelte diejenigen, die nicht demütig sind beim Gebet. In Surat al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri, was-sala, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Ungefähr sagt, sucht Hilfe, wobei suchen wir Hilfe? Beim Geduld und Gebet, sagt Allah. Und das Gebet, sagt Allah, fällt schwer nur für die, die demütig sind. Das heißt hier, Allah tadelte, sagt der Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, Allah tadelte diejenigen, die nicht demütig sind. Das heißt hier, beweist diejenigen, die keine Demut haben, das Gebet fällt ihnen schwer. Und sie stehen auf mit einer Eigenschaft von wem? Vom Heuchler, wal-Iyadu billah. Weil die Munafiqin damals standen auf, nur wegen Menschen zum Gebet. Sie haben das Gebet als ein Last empfunden. Sie standen auf, warum? Damit die Menschen nicht sagen, guck mal, die beten nicht. Und diese Leute bekommen die niedrigste Stufe in Jahannam, wal-Iyadu billah. Die schlimmste sogar. Möge Allah uns davor beschützen. Weil Shaykh al-Islam Taymiyyah sagt hier ungefähre Bedeutung, sagt, tadeln, wenn Allah jemand tadelt, dies bedeutet, dass derjenige eine Sünde begangen hat. Das bedeutet, dass derjenige eine Pflicht vernachlässigt hat. Und in diesem Vers, Allah tadelt diejenigen, die nicht demütig sind. Das heißt, diesejenigen, die beten ohne Demut, begehen eine Sünde. Normalerweise das Gebet werden belohnt. Aber wenn du nicht so betest, wie Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, das Gebet wird nicht, du wirst dafür nicht mehr belohnt, sondern bestraft. Also liebe Bruder, achte, das ist die erste Eigenschaft. Und daran müssen wir erst arbeiten. Die anderen neun machen Angst. Die erste, Al-Khashi'un. Deswegen bitte ich die Brüder nächstes Mal, inshallah. Lest diese Versen. Und ich bitte ein oder zwei Brüder, die sich freiwillig melden, dass sie mir die Erklärung von diesen Versen bringen, inshallah. Wer ist bereit, inshallah? Die Erklärung, inshallah, Bruder Hussein Abdul Malik, inshallah. Die Erklärung, und da gibt es viele Worte, die Rasulullah s.a.w. über diese Verse gesagt hat. Die findet ihr im Tafsir, inshallah. Sucht, macht einen kleinen Vortrag darüber, inshallah, den werden wir unter uns lesen, inshallah. Das ist sehr wichtig. Der Koran ist dafür da. Wir müssen uns vergleichen mit dem, was im Koran steht. Vergleichen. Diese Eigenschaften, die Allah liebt im Koran. Die Eigenschaften, die Allah uns davor gewarnt hat. Zu welcher Gruppe gehöre ich? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, sagt ungefähr, Allah schuf das diesseitige Leben und teilte sie durch drei. Ein Teil für die Gläubige, ein Teil für die Heuchler, und ein Teil für wem? Für die Ungläubige. Sagt der Gläubige in diesem Leben, profitiert. Was macht er? Er vorbereitet sich vor für die ewige Reise. Die unausweichliche Reise. Die Reise, die sein muss für jeden von uns. Denn jeder muss sterben. Luqman a.s. für die, die zweifeln. Luqman sagt zu seinem Sohn. Luqman ist ein weiser Mann gewesen. Sagt, oh mein Sohn, wenn du an den Tod zweifelst, dann schlaf nicht. Denn genauso wie du schläfst, wirst du sterben. Einfache Worte für Da'wah. Sag, oh mein Sohn, wenn du an dein Wiederauferstehen zweifelst, dann wach nach dem Schlafen nicht mehr auf. Denn genauso wie du nach dem Schlaf aufwachst, wirst du nach dem Tod aufwachen. Das ist ein Worte, die für jeden von uns Gewissheit geben im Herzen. Wir werden sterben und wir werden wieder aufstehen. Noch ein Beweis, die Erde, wenn die vom Dürre betroffen ist, was macht Allah? Allah schickt Regen eine Zeit lang. Was passiert mit der Erde? Werd wieder lebendig. So werden wir aufstehen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sterben und Allah wird das Befehl wieder geben, wir müssen wieder aufstehen. Und ich schwöre bei Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Jeder von euch wird sich am Tag der Abrechnung an diese Worte erinnern. Und ich werde kommen. Allah wird mich so oder so bringen. Und wird mich sowieso fragen. Und ihr werdet alle gefragt, ob ihr diese Worte gehört habt. Allah sagt im Koran, alam ya'tikum nadir. Kam keiner zu euch, der euch gewarnt hat? Und Allah wird jeden Yawm al-Qiyamah bringen und fragen. Kam keiner, der dich gewarnt hat vom Tod? Hat dich keiner vor mir gewarnt, Abdi? Keiner hat dir erzählt vom Höllenfeuer? Sogar deine Füße. Wenn du lügst, deine Füße werden sprechen. Ja Allah, ich bin an diesem Tag zu diesem Ort gegangen. Ja Allah, ich habe da gesessen. Dein Körper wird sprechen. Deine Hände sagen, ja Allah, an diesem Ort habe ich Dhikr gemacht. Versteckt hat mich keiner gesehen. Ja? Alles wird sprechen gegen dich. Du kannst nicht lügen. Deswegen, liebe Brüder, inshallah, das diesseitige Leben ist dafür da, um zu profitieren. Diese Zeit, wir profitieren von Zeit. Das ist unser Kapital. Ja, das ist sehr wichtig. Jede Minute zählt. Deine Jugend, profitiere von deiner Jugend, liebe Brüder. Du bist noch jung, du bist stark, du bist gesund. Alhamdulillah, du hast Zeit.
Deswegen sagt Abdullah ibn Umar, ich wiederhole gerne diese Worte, profitiere von deiner Jugend, bevor du alt wirst. Was bedeutet das? Dass eines Tages wirst du nicht mehr jung bleiben und du wirst bedauern und du wirst trauern um deine Jugend, wenn du sie nicht für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt hast. Wenn du von deiner Jugend nicht profitiert hast, bis hin, dass du wirst weinen. Yawm al-Qiyamah wird Allah dich fragen, wenn du vor ihm stehst, was hast du mit deiner Jugend gemacht? Shabab. Was hast du mit deiner Jugend gemacht, Abdi? Hast du sie in Diskotheken verbracht, die Zeit? Mit Frauen beschäftigt? Hast Alkohol getrunken? Du hast gefeiert? Was hat dir diese Feier jetzt genutzt? Deswegen wundert mich manchmal, besonders die Muslimin, natürlich die anderen viele Menschen wissen leider nicht. Die, die das Wissen haben, dass diese Zeit, die er hat, sehr, sehr wertvoll ist. Dass wenn die Zeit vergeht, wird nicht mehr zurückkommen, diese Zeit. Die Zeit wird nicht mehr zurückkommen. Und trotzdem, der wird danach gefragt, Yawm al-Qiyamah. Und vergeht, er weiß, dass er, wenn er in Partys ist, oder nicht betet und mit Musik beschäftigt ist, mit Partys beschäftigt ist, und vergisst Allah, und vernachlässigt Allahs Befehle, subhanahu wa ta'ala. Mich wundert das, wie kann man sich darüber freuen? Du freust dich über die Zeit, die dich ins Höllenfeuer bringt. Tut mir leid. Das ist für mich nicht normal. Ich freue mich über die Zeit, die ich im Moschee verbracht habe. Ich freue mich die Zeit, oder vielleicht diese Minute in meinem Leben, an der ich gesessen habe im Moschee ganz allein und geweint habe vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ich freue mich über diese Stunde oder diesen Augenblick, an der ich alleine gesessen habe irgendwo und an Allah gedacht habe und geweint habe. Darüber freut man sich. Ich freue mich über diese Spende, die ich gespendet habe, hat keiner gesehen. Ich freue mich über Nachtgebete, die ich gebetet habe und keiner gesehen hat. Ich freue mich über diesen Ratschlag, den ich jemandem gegeben habe und keiner mich gesehen hat. Ich freue mich über meine Jugend, wenn ich sie ausgelöst habe für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah mir versprochen hat, wenn ich groß werde im Dienst von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete ihn an, als ich jung bin, obwohl ich alles Mögliche machen kann. Obwohl ich Frauen haben kann, obwohl ich Partys machen kann. Obwohl ich begehrt bin von allen Leuten draußen, wenn ich in Jahiliyyah war. Und trotzdem wegen Allah sage ich nein. Ich bevorzuge Allahs Gesetz. Ich bevorzuge lieber diese Stunde im Moschee als diese Party, A'udhu Billah. Alkohol und dann Schlägereien und A'udhu Anmacherei und Ende. Und jeder geht nach Hause, ist traurig, die Freundin hat den verlassen und der hat die verlassen und der ist fremdgegangen, was da für Chaos ist, das A'udhu Billah. Kopfschmerzen. Darüber freue ich mich nicht. Ich freue mich über diese Momente. Ich freue mich über diese Stunde oder zwei Stunden, die ich mit meinem Nafs gekämpft habe, indem ich sitze und höre diese Worte. Weil ich weiß, der Nafs sagt, komm, lass uns gehen, wann hört er auf? Ist schwer für diese Seele, aber diese Seele wurde dein Feind Nummer 1. Sie will dich ins Höllenfeuer bringen, A'udhu Billah. Sie ist ungehorsam. Weil diese Seele gebietet das Schlechte und verbietet das Gute in dir. Du musst sie lehren, dir zu gehorchen, nicht, dass du ihr gehorchst. Yawm al-Qiyamah wirst du dich, Wallahi, wenn Allah subhanahu diese Stunde hier akzeptiert von uns. Wallahi, wenn Allah diese Momente, die wir sprechen gerade, wo ihr sitzt gerade hier, Rasulullah sagt, wenn ihr in einen Paradiesgarten vorbeigeht, dann setzt euch hin. Sahabe sagt, was ist ein Paradiesgarten? Ja, Rasulullah sagt, Hilaqul Dhikr, Amanungskreis, sagt Rasulullah. Amanungskreis. Das heißt, das ist ein Paradiesgarten. Wenn der Yawm al-Qiyamah die Belohnung sehen, sagt, warum hat Muhammad nicht 3 Stunden gesprochen? Und das ist wahr, ja. Khutbah manchmal ist zu lang, 40 Minuten, 20 Minuten. Nafs will nicht. Mach doch noch kürzer, 10 Minuten vielleicht. Aber sagst du, warum hat der Muhammad nicht 1 Stunde gesprochen? Oder warum hat dieser Gelehrte nicht 1 Stunde gesprochen? Ramadan, Tarawih, ist zu lang manchmal für unsere Nafs, A'udhu Billah. Das, was vergangen ist, ist, Wallahi, das tut weh. Diese Vernachlässigung, diese Gebete, die wir nicht mit ihnen gebetet haben, beispielsweise. Da sitzen wir da, oh, wann hört er auf, wann hört er auf, wann hört er auf? Yawm al-Qiyamah, wenn du die Belohnung siehst, was Allah für dich geben wird, für diese Momente, wo du gestanden bist und deine Füße haben wehgetan wegen Allah. Du sagst, warum habe ich nicht stundenlang da gestanden? Aber dann hätte ich diese hätte Yawm al-Qiyamah, Tag der Abrechnung, wird nicht mehr nutzen. Denn das Bedauern Yawm al-Qiyamah wird nicht mehr nutzen. Deswegen, man soll Ulama sagen, inna ad-dunya mazra'atul akhirah. Das Diesseits ist das Saatfeld vom Jenseits. Also du bist hier, um was? Um zu sehen. Was sehst du? Gute Taten heute. Was erntest du morgen? Das Paradies, die Früchte im Paradies. Eine Frucht im Paradies ist weicher oder sanfter als dieses Schaum am Meer. Und schmeckt besser wie Honig. Schmeckt besser wie Honig, sagt Rasulullah. Süßer wie Honig. Eine Traube ist so groß wie ein Kopf von einem Menschen im Paradies. Diese Traubenbündel, Bündel heißt das, oder auf Deutsch? Ein Traubenrebe ist so groß, sagt Prophet Muhammad, es gibt verschiedene Versionen darüber, sagt, ein Rabe braucht von seiner Geburt aus, bis er das Ende erreicht, bis er stirbt.
Sogar hat ein Hadith, der Sallallahu einmal saß, war am Beten, a.s.w. Beim Gebet hat er eine Bewegung gemacht, er hat nach irgendwas gegriffen im Gebet, was er sonst nicht macht. Dann ist er zurückgegangen, sallallahu alaihi wasallam. Sahaba haben ihn danach gefragt. Du hast etwas Außergewöhnliches gemacht, ja, was du hast ihn gegriffen und dann wieder zurück. Sagt, ich habe ein Traubenrebe gesehen vom Paradies. Ich wollte nehmen zu euch, sagt, hätte ich es genommen. Sagt, ihr hättet davon gegessen, bis am Ende eurer Dunya. Bis am Ende von dieser Dunya. Deswegen sagt das, was das Auge noch nie gesehen hat. Und das Ohr noch nie gehört hat. Und das, was sich ein Mensch nicht vorstellen kann. Und das alles hat Allah, das ist die Prüfung, ja. Das ist ja die Prüfung dieser Dunya. Dass alles verborgen ist. Und du musst glauben an das, was im Koran steht. Wenn du das bestanden hast, dann das, was du gehört hast, bekommst du im Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit. Ewigkeit. In anderer Version von Hazak, ein Rabe braucht einen Monat lang, um diesen Traubenrebe zu Ende zu fliegen. Wie groß ist der denn? Oder die Datteln im Paradies, so groß wie ein Eimer, so groß wie ein Fass oder wie ein Krug. Kein Kerne, sanfter, sagt weißer wie Schnee, sanfter alles Schaum am Meer und schmecken besser wie Honig, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All das hat Allah vorbereitet für diese Menschen, die sich heute bemüht haben für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Menschen, die begriffen haben, dass das diesseitige Leben vergänglich ist. Die Menschen, die begriffen haben, wie ein Gelehrter sagt, sehr schöne Worte über diese Dunya. Sagt, inna dunya fana, inna dunya darul fana. Das Diesseit ist das Zuhause, was als ein Zuhause, der vergehen wird. Das Zuhause ist keine Wohnstätte für die Ewigkeit, sondern es wird vergehen. Und sagt, إليها أسرع الأشقياء. Zu ihr eilten sich die Unglückseligen. وعنها رغب السعداء. Und auf sie verzichteten die Glückseligen. Sagt, der Unglückseligste in ihr ist der sich am meisten zu ihr geeilt hat. Am schnellsten zu ihr sich geeilt hat. Und der am meisten nach ihr verlangt. Und nach ihr strebt. Die Menschen bekämpfen sich heutzutage wegen Dunya, wegen Diesseits, töten sich, lassen Blut vergießen, Verwandtschaftsbande wird nicht mehr gepflegt. Nur wegen Geld, wegen Erbe. Was ist das? Was ist das, ihr Achi? Das ganze Diesseits, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn es so viel wert wäre, wäre wie ein Flügel von einer Mücke, hätte der Ungläubige davon keinen Schluck Wasser bekommen. Das heißt, das ganze Diesseits bedeutet manchmal so viel. Und die Menschen bekämpfen sich deswegen. Subhanallah. Und der Gelehrte sagt, Ad-Dunya muzillatu man ata'aha. Das Diesseits erniedrigt denjenigen, der ihr gehorcht. Wa kha'inatu man qada laha. Und sie betrügt, oder sie täuscht denjenigen, der ihr folgt. Sie betrügt ihn, sie täuscht ihn. Ja, das ist das diesseitige Leben. Und sagt ungefähr sagt das diesseitige Leben, ihr Reichtum ist Armut. Ihr Wissen ist Unwissenheit. Und sagt, ihr Vermehren bedeutet Verminderung. Sagt, der Junge in ihr wird alt werden. Und der Reiche wird arm werden. Und Allah sagt zu Adam a.s., ja Adam, als Allah Adam auf Erde geschickt hat, lid litturab, ja Adam, lidu litturab, wabnu lilcharab. Ja Adam, all das, was ihr gebärt, ist für die Erde. Die Menschen, wenn sie sterben, wohin? Ist in die Erde hingesteckt. Wabnu lilcharab. Und baut ihr Adam für die Zerstörung. Wie viele Paläste damals sind zerstört. Wo ist Karun? Wo sind die Paläste von Karun? Wo sind die Paläste von Pharaon? Wo sind die Paläste von anderen Königen, die hochmütig waren? Es gab mal einen König, heißt Harun al-Rashid. Er war Gläubiger, ein Amir al-Mu'minin, ein Khalifa war das. War sehr, sehr reich. Ein Jahr im Kampf, ein Jahr im Hajj. Er hat so viel Reichtum, man sagt, sein Reichtum erreichte bis nach China. Ja, und trotzdem am Sterben. Es war ihm klar, all das kann er nicht nutzen. Die ganze Armee, die ganze Wache, das ganze Gold, die ganze Macht, diese Stühle, die er hatte. Als er dann am Sterben lag, ihm wurde bewusst, dass dieser Königreich vergänglich wird. Dass dieser Königreich ihn nicht nutzen kann. Dass seine Armee ihn nicht nutzen kann. Was hat er dann gesagt? Ya man la yazulu mulkahu. Ya man la yazulu mulkahu. Irham man zala mulkahu. O Allah, du bist derjenige, dessen Königreich nie zu Ende gehen wird. Hab Erbarmen zu denjenigen, gerade dein Diener, dessen Königreich zu Ende geht. Abdi, ja, schwach, ja Allah. Ich habe niemanden außer dir, Allah. Hier ist klar, dass das Königreich in diesem Leben vergehen wird. Das Reichtum wird vergehen. Allah sagt, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُونَ وَلَعِبْ
وإن الحياة وإن الآخرة لهي 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 لأن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ungefähr sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass das diesseitige Leben, das irdische Leben, all das, was wir besitzen, all das ganze Königreich von Menschen, das ganze Vermögen, Reichtum, Kinder, Frauen, alles, Gold, Silber, alles, all das, die ganze Erde, die ganze Kugel, all das, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist nur Spiel und Zerstreuung. Das ist nur Spiel und Zerstreuung. Und eines Tages sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es wird vergehen. Es hat ein Ende, weil Allah für diese Erde ein Ende bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Tag kennt nur Allah und weiß nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber was sagt Allah? وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Aber Allah sagt, aber das jenseitige Wohnstätte, das jenseitige Leben, ist das eigentliche Leben, das beständige Leben, das ewige Leben. Abdullah ibn Abbas sagt, das bedeutet, dass das Jenseits ist das wahre Leben, bedeutet das ewige Leben, was nie zu Ende gehen wird. Wir haben schon mal gesagt, dass Yawm al-Qiyamah, am Tag der Abrechnung, werden die Menschen getrennt, manche werden in der Hölle sein und die anderen im Paradies, genießen im Paradies, und dann wird der Tod selbst geschlachtet. Der Tod wird geschlachtet, dann ruft ein Engel, oh ihr Paradiesbewohner, Glückseligkeit für die Ewigkeit, kein Tod ab heute. Und die Paradiesbewohner haben nichts Besseres bekommen als das. Warum? Weil sie wissen, sie werden nie mehr aus dem Paradies rausgehen. Und das ist der Unterschied zwischen Paradies und Diesseits. Diesseits hast du immer, wenn du Reichtum hast, du hast Angst, dass du Verlust machst, aber im Paradies nicht. Sicherheit, innere Ruhe, innere Zufriedenheit. Und ihr Höllenbewohner, Strafe für die Ewigkeit. Strafe für die Ewigkeit. Kein Tod ab heute. Das ist der schlimmste Moment für die Menschen, die in der Hölle sind. Weil sie wissen, es ist vorbei, sie kommen nie mehr raus. Sag, sie werden so schreien und weinen, bis sie nur noch heulen. Die können nicht mehr reden vor Schmerzen, vor Angst. Und sogar im Paradies, sogar in dieser Höllenfeuer, wal'iyadu billah, es gibt einen Strand. Es gibt Strände in der Hölle, die im Strand sind, nackt rumlaufen. Ich meine die Muslimen besonders, weil sie wissen die Wahrheit. Viele Ungläubige wissen die Wahrheit nicht. Wir sind verpflichtet, die Wahrheit zu verkünden. Sonst Allah wird uns fragen, die am Strand halb nackt rumlaufen, Unzucht begehen, und sie sonnen sich heute zu tun. Allah hat für sie einen Strand vorbereitet, am Höllenfeuer direkt. Wenn die Hölle so schlimm für sie wird, sie rufen, oh Allah, mach uns die Strafe ein bisschen weniger. Dann Allah sagt, geht an diesen Strand raus. Was erwartet ihr an diesem Strand? Schlangen und Skorpione, sagt Rasulullah s.a.w., sagt, eine Skorpion ist so groß wie ein Maultier. Dessen Stachel so lang wie eine Palme, sagt Rasulullah s.a.w. Sagt, und dann die Schlangen genauso. Dann werden sie von denen am Strand so gestochen, dass die Hitze und diese Schmerzen von diesen Bisse und diese Stiche, sagt, die sind so 40 Jahre, empfinden die diesen Schmerz. Was machen sie? Sie eilen sich zurück zu der Höllenfeuer, wo sie waren. Weil sie keine andere Wahl haben, von Feuer zu Feuer. Was ist das für ein Zustand? Was ist das für ein Leben, wal'iyadu billah? Aber das Problem für die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Ist es wert, ein Genuss in diesem Leben, deswegen ich dahin gehe für die Ewigkeit? Welcher Genuss ist es wert, dass einer so ein Skorpion mich stechen wird, Yawm al-Qiyam? Dessen Schmerzen 40 Jahre lang dauern. Man sagt, andere Version sagt sogar, die Schmerzen sind 70 Jahre stärker als das Höllenfeuer selbst. Und die haben Schatten in der Höllenfeuer. Schatten. Eigentlich, wenn wir Schatten hören, wenn es 40 Grad ist hier in Deutschland, jeder sucht nach Schatten. Schatten bedeutet Kühle. Kühl. So der Blick von alleine Schatten, wenn man ihn sieht, besonders in Mekka, wenn er im Hajj ist im Sommer, ist sehr, sehr heiß. Die Menschen suchen immer nach Schatten. Und der einen Schatten gefunden hat, freut sich so sehr, weil es kühlt ein bisschen ab. Es schützt ihn vor dieser Hitze. Im Höllenfeuer gibt es auch Schatten. Aber dieser Schatten ist das Rauch vom Höllenfeuer selbst. Allah sagt, la baridin wa la karim. Dieser Schatten ist noch nicht mal kalt. Die empfinden keine Kühle, also es ist nicht kühl. Und sein Anblick ist grausam. Das Gegenteil vom diesseitigen Leben. Von oben werden sie von diesem Rauch bedeckt. Und was kommt danach? Was ist die zweite Sache, was man genießt hier, wenn es heiß ist? Dieser kalte Wind. Kommt so kühler Wind. Man lehnt sich zurück, wenn man lange Haare hat, mashallah, man lehnt sich zurück. Ah, Cabrio, mashallah, kommt schöner Wind. Und Prahlen, alaikum salam. Prahlen, schöner Wind kommt auf dein Gesicht. Meine Freundin neben mir, mashallah, sie prahlt auch mit ihren Haaren, mashallah. Sie liebt ihn. Sie behauptet, sie liebt nur ihn. Wenn sie ihn nur liebt, sie versteckt ihre Schönheit nur für ihn. Aber sie ist so schön angezogen. Komischerweise zu Hause läuft sie rum, nur mit Jogginghose. Wenn sie rausgeht, sie schminkt sich. Minirock und sie zeigt die Schönheit nur draußen. Welche Liebe ist das? Wenn sie dich wirklich liebt, sie macht sowas nicht, weil diese Schönheit gehört doch dir. Sie liebt dich. Sie will nur, dass du das siehst. Sie macht dich nicht eifersüchtig.
Weil sie weiß, dadurch wärst du eifersüchtig, weißt du? Und dann gibt es Ärger. Also wenn jemand jemanden liebt, versucht dann immer, dass es ihm gut geht. Keine Ärger für ihn machen. Das ist wahre Liebe. Und wahre Liebe ist für mich, was wenn ich jemanden liebe, ich habe Angst um ihn, dass er in Höllenfeuer landet. Das ist die wahre Liebe. Während sie in diesem Schatten von der Höllenfeuer sind, bedeckt, wal'iyadu billah, Rauch von Jahannam selbst. So schwarz, dunkel, wal'iyadu billah, grausamer Anblick. Vergiftet, schickt Allah Wind. Aber was für ein Wind. Dieser Wind, der Bruder sagt, das ist dieser giftige Wind von Jahannam. Und dieser Wind zerreißt die Herzen im Körper dieser Menschen. Zerreißt die Herzen. Und dann verlangen sie nach Wasser. Während sie verlangen nach Wasser, ja, welches Wasser ist das? Glühheißes Wasser. Ach, richtig. Was passiert mit diesem Wasser? Rasulullah sagt im Hadith ungefähr, bedeutet, sagt, die Lippe vom Kafir um Yom al-Qiyamah, die Lippe, obere Lippe wird so lang gezogen bis zu seinem Kopf, das andere wird bis zur Bauchnabe gezogen und man gießt dieses heiße Wasser in seinen Mund, in seinen Magen, das zerreißt alle Gedärme. Aber das Problem, der stirbt nie, weil es keinen Tod gibt in der Höllenfeuer. Wenn sowas passiert mit jemandem heutzutage, er stirbt. Aber dort gibt es keinen Tod. Deswegen, ich wiederhole gerne diese Worte von einem Gelehrten, der sagt, bereite dich für den Tod vor. Bevor dieser Tag kommt, an dem du an diesem Tag nach diesem Tod suchst, du findest ihn aber nicht. Die Ungläubigen, Yawm al-Qiyamah, die Ungehorsamen, die Ungläubigen in der Höllenfeuer, sie werden rufen, O Malik, Malik ist der Bewacher von Jahannam, der Bewacher vom Höllenfeuer. O Malik, Allah soll uns vernichten. Allah soll uns vernichten. Wir halten das nicht aus. Wir können es nicht aushalten. Wir schaffen das nicht mehr. Dann kommt die einfach an. Man sagt sogar 3000 Jahre rufen sie. 3000 Jahre, das sind 3 Tage am Tag der Abrechnung. Nur 3 Tage. Und da gibt es keine Zeitgefühl mehr. Das ist eine Ewigkeit. Es gibt keine Zeit mehr. Uhr oder Rechnen. Irgendwann mal gibt es Befreiung. Es gibt keine Befreiung für die Ewigkeit. Außer für die ungehorsamen Muslimen, die bleiben eine Zeit lang. Dann holt sie Allah raus, inshallah, wieder ins Paradies hinein. Aber wer von uns verträgt nur einen Tag in Jahannam? Eine Minute in Jahannam, al-Iyadu billah. Jahannam selbst verträgt sich selbst nicht. Die Hölle verträgt sich selbst nicht. Sag, oh Allah, ich halte mich selber nicht mehr aus. Ja Allah, erlaube mir auszuatmen im Winter und Sommer. Diese ganz, ganz richtig kalt im Sommer, im Winter, das ist das Ausatmen vom Höllenfeuer. Und diese Hitze in der Wüste, manchmal 50 Grad oder mehr, sagt, das ist das Ausatmen vom Höllenfeuer im Sommer. Das ist nur das Ausatmen. Die Menschen halten das heute nicht aus. Und sagen sogar, Hadith, sogar die Sonne und der Mond werden Yawm al-Qiyamah ins Höllenfeuer hineingesteckt. Die werden da hineingesteckt. Das irdische Feuer, das unsere Feuer heutzutage, nimmt Zuflucht bei Allah, dass sie nicht mehr zurückkehrt zum Höllenfeuer im Qiyam. Wir sind Menschen, liebe Brüder. Nachdenken. Der Kluge ist der, der nachdenkt. Welcher Genuss ist es wert, dass ich ins Höllenfeuer komme? Welches? Jeder Genuss ist vorbei. Und Rasulullah sagt, sehr schöner Hadith von Rasulullah, sagt, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَالنَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ شَهْوَةٍ وَرُبَّ شَهْوَةٍ أَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا حُزْنًا طَوِيلًا. Ungefähr sagt Rasulullah, die Liebe von Dunya, die Liebe vom diesseitigen Leben, sagt, ist der Grund für alle Fehler. Ist der erste Grund, der Kopf von allen Sünden und Fehler und Ungehorsamkeit. Sagt, rubba nazratin. Die Blicke senken auch manchmal, wenn du eine Frau siehst. Allah hat uns gesagt im Koran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Die Gläubigen sollen ihre Blicke senken und die gläubigen Frauen sollen ihre Blicke auch senken. Das ist ein Befehl von Allah im Koran. Warum? Weil das Schutz für unsere Herzen ist. Es ist ein Schutz von, sagt das dann, vielleicht so ein Blick, was geschieht. Er pflanzt in dein Herz, er verursacht in dein Herz eine Lust, so Gelüste. Wenn du eine Frau, schöne Frau siehst und du guckst absichtlich, du bist ein Mensch und der Mann hat Zuneigung, die Frau genauso. Automatisch, er kommt und berührt deine Gefühle und arbeitet mit deiner Fantasie, dann kommt der Lust, ich will diese Frau haben. Und dann landet man in Unzucht, al-Iyadu billah. Also wenn ich meine Blicke senke, schon automatisch bin ich geschützt. Was passiert, sagt diese Lust, al-Iyadu billah, was passiert, sagt, irgendein Lust, sagt Rasulullah, verursacht lange Trauer. Lange Trauer, liebe Bruder. Und lange Schmerz. Lange Sorgen am Tag der Abrechnung. Und die Sorgen von Yawm al-Qiyamah sind nicht zu vergleichen mit all Sorgen von dieser Menschheit. Und die Angst von diesem Tag ist nicht zu vergleichen mit der Angst von diesen Tagen heutzutage. Deswegen, liebe Bruder, die wahren Mu'minin, die wahren Glauben, begreifen das diesseitige Leben hier, wie Luqman a.s. beschrieben hat, sagt, oh mein Sohn, nimm das alles Ratschlag, schreib das zu Hause auf. Wallah, ich werde es zu Hause aufschreiben. Diese Nasiha, dieser Rat von Luqman, sagt, mein Sohn, inna dunya ka bahrin amir, das diesseitige Leben ist wie ein tiefes Meer. وَقَدْ غَرَقَ فِيهِ نَاسٌ كَثِيرٌ. Und viele Menschen sind in diesem Meer ertrunken. Wir haben gesagt, der Gläubige ist der Gläubige in diesem Leben ist wie dieses Schiff über Wasser. Wenn ein Schiff über Wasser fährt, was passiert? Er kommt an sein Ziel an, wenn er über Wasser bleibt. Aber wenn das Wasser im Schiff hineingeht, der geht unter. Der geht unter. Und jetzt kommt das weitere Rat von ihm, sagt, يَا بُنَيْ
وَاجْعَلْ سَفِينَتَكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ. O mein Sohn, sagt, das sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala soll dein Schiff sein in diesem Meer. Hüte dich vor Allah, Yachi. Das ist der beste Proviant, den du brauchst für deine ewige Reise nach dem Tod. Und dann hat er gesagt, Luqman al-Hakim alayhi salam, sagt ungefähr, sagt, وَحَشُوهَا وَاجْعَلْ حَشْوَهَا وَاجْعَلْ حَشْوَهَا. Was hat er denn gesagt? وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Sagt, das Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala soll sein Fracht sein. Fülle diesen Schiff, das Fracht von diesem Schiff, was soll es sein? Die Glauben Allah, dein Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann am Ende sagt, und das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala soll sein Segel sein. Dann vielleicht wärst du gerettet, mein Sohn. Vielleicht. Und Rasulullah sagt uns auch, macht uns klar, dass diesseitige Leben ist das Gefängnis von einem Muslim. Und es ist das Gefängnis von einem Muslim und es ist das Paradies für den Ungläubigen. Weil der gläubige Muslim, wenn er am Sterben liegt und sieht das, was Allah für ihn vorbereitet hat, weil der Muslim wird Verkünder kommen, ein Engel wird kommen und ihr werdet euch daran erinnern, wenn er am Sterben liegt. Dieser Verkünder wird kommen, wieder bringt er das frohe Botschaft mit oder die Warnung oder den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Verkünder kommt zu den Mu'min, zu den gläubigen Muslim, sagt, hab keine Angst und hab keinen Trauer. Das heißt, trauer nicht um deine Kinder, die du hinterlassen hast. Traue nicht um deine Familie, Allah wird sich um sie kümmern. Das ist die erste frohe Botschaft für ihn. Die zweite sagt, hab keine Angst vor dem, was du siehst. Das sind Engel, die du siehst, die du noch nicht zuvor gesehen hast. Du siehst jetzt das Jenseits. Du verlässt das diesseitige Leben. Und du gehst aufs Jenseits zu, ewiges Leben, Angst. Dann sagt, hab keine Angst, du bekommst diesen Platz im Jannah. Dann siehst du deinen Platz im Paradies. Dann, wenn er das Paradies sieht, er versteht, dass er in diesem Leben im Gefängnis gelebt hat. Wie fühlt sich jemand, der im Gefängnis war, liebe Bruder? Jemand wird man im steckt man im Gefängnis. Er sieht seine Familie nicht mehr. Er sieht seine Kinder nicht mehr. Er hat keine Freizeit mehr, wie er will. Er hat keine Freiheit mehr, wie er will. Er darf sich nicht mehr bewegen, wie er will. Er darf nicht mehr essen, wann er will und nicht mehr trinken, wann er will. Und darf nicht mehr schlafen, wann er will. Das heißt, man raubt ihm seine ganze Freiheit, sein ganzes Glück. Und plötzlich nach ein paar Monaten kommt er und sagt, du wirst freigelassen. Was für ein Gefühl empfindet er, wenn er rausgeht? So fühlt sich der Mumin, wenn er am Sterben liegt. Weil dieser Mann, der aus dem Gefängnis rausgeht, der geht zu seiner Freiheit wieder. Zu sein altes Leben, zu all dem, was all die er liebt. Und der Mumin liebt Allah. Beim Sterben freut er sich, weil er den liebt, den trifft, den er liebt. Und das ist Allah Jalla fi'ula. Aber wie fühlt sich einer, subhanallah, der so viel Königreich hat und so viel Reichtum hat, Gärten, Früchte, schöne Frauen, Wein, alles. Dann kommt einer plötzlich und entzieht ihm das Ganze mit Zwang. Wie fühlt er sich? Grausam ist das. So fühlt sich der Ungläubige, wenn er stirbt. Weil er trifft all das, was er hasst. All das, was er, wofür er sich nicht vorbereitet hat. Er hat vergessen, dass das diesseitige Leben wie eine Brücke ist fürs Jenseits. Das ist wie ein Reittier, den wir benutzen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Mehr ist es nicht. Sahaba haben das aus dem Herzen rausgeholt und sie haben das als Reittier benutzt und sind damit zum Jenseits verreist. Die Gelehrten sagen, die Seele von Sahaba und die Herzen von Sahaba waren schon im Jenseits, die wohnten schon im Jenseits, aber nur der Körper von Sahaba war noch hier. So waren Sahaba, radiyallahu anhum. Sayyidina Umar, als das diesseitige Leben auf ihn zukam, als die Schätze von Persien und Rom vor seinen Füßen lagen, Gold, Koffer von Gold, gefüllt mit Gold und Silber. Sayyidina Umar hat geweint. Wer weint, wenn er sowas heutzutage sieht? Auch der behauptet, ist der Beste heutzutage. Wenn er das sieht, er wird sich freuen. Sayyidina Umar hat geweint. Sahaba sagen, es ist ein Tag, wo der Allah den Islam geehrt hat. Und du weinst, ja Umar. Sagt, meine beiden Gefährten, Muhammad und Abu Bakr, sind nicht so gestorben. Ich habe Angst, dass es eine Strafe für mich ist. Weil Hassan al-Basri sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam vom Paradies rausgeworfen, auf diese Erde geschickt als Strafe. Das heißt, das diesseitige Leben ist eine Strafe. Und wenn Allah sie auf die Schluss lässt, das bedeutet Allah, du hast Sünden gemacht und Allah bestraft dich wieder. Allah bestraft dich, subhanallah, indem er diese Dunya auf die Schluss lässt, dann bist du voll abgelenkt. Und wenn du abgelenkt bist, das ist ein Verlust, den du nie mehr rückgängig machen kannst. Nicht mehr, ja. Denn das diesseitige Leben ist, das diesseitige Leben ist kurz. Sayyidina Ali sagt, usikum bi taqwallah. Ich gebe euch einen Rat, sagt Sayyidina Ali. Ich gebe euch einen Hinweis. Hütet euch vor Allah. Nehmt euch in Acht vor Allah. Allah selber sagt, nehmt euch in Acht vor mir. Allah warnt. Ja, Ibadah spielt nicht. Allah warnt euch vor sich selbst. Sayyidina sagt, hütet euch vor dem, was Allah verbot. Hütet euch vor Allah. Hütet euch vor Sünden, vor Ungehorsamkeiten, vor Vernachlässigung. Der Pflicht im Islam. Warnung. Was sagt Sayyidina Ali? Verlässt das diesseitige Leben, die euch verlassen wird. Verlasst das diesseitige Leben, die euch verlassen wird. Obwohl ihr sie nicht verlassen wollt. Das heißt, sie wird euch verlassen.
Ein anderer sagt, holt das diesseitige Leben, holt das irdische Leben, der Schmuck vom irdischen Leben aus eurem Herzen raus, bevor euer Körper von diesem Leben rausgenommen wird. Holt, sonst zu spät. Sayyidina Ali sagt, das diesseitige Leben ist wie eine Schlange. Wie eine Schlange. Sagt, wenn du sie berührst, sie ist sanft, sie ist weich, aber sie ist giftig. Was passiert mit dem Gift, Achi? Du wirst vergiftet, du kannst sein, dass du stirbst. Das heißt, diese Dunya tötet ihre Gefährte. Und sie täuscht ihre Gefährte, wal'iyadu billah. Sahaba, als gesehen haben, die Dunya ist zerstört, sie haben nicht versucht, sie wieder aufzubauen. Sie haben darauf verzichtet, Sahaba, radiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. macht uns klar. Einmal ging an einer Leiche vorbei, eine tote Ziege. Dann rief er seine Gefährte, weil er sie liebt. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, all das Schlechte habe ich euch davor gewarnt. Ich habe euch vor all das Schlechte gewarnt. Und ich habe all das Gute für euch erwähnt. Warum? Damit ihr das Gute folgt und das Schlechte lassen. Rasulullah sagt, seht ihr diese tote Ziege? Ist sie bedeutungslos? Ist sie wertlos bei ihrem Besitzer? Das Sahaba sagen, das ist ein Beweis dafür, ja Rasulallah, dass sie wertlos ist und bedeutungslos bei ihm ist, dass er sie weggeschmissen hat. Und sie ist tot. Leiche. Rasulallah sagt, bei Allah, ich schwöre bei Allah, dass diesseitige Leben ist wertloser, bedeutungsloser bei Allah, als diese Ziege bei ihrem Besitzer. Das heißt, diese Erde ist billiger, dieses irdische Leben ist billiger und bedeutungsloser bei Allah subhanahu wa ta'ala, alles eine Leiche. Einmal ging an einem Müll vorbei, am Müll vorbei ging Rasulullah sallam. Direkt rief er Sahaba, sagt, eilt euch zu mir, eilt euch zu mir. Sahaba sagt, dachte, Islam, was passiert? Sagt hier, eilt euch zu eurer Dunya. Hier, dieser Müll ist diese Dunya. Rasulullah bezeichnet das diesseitige Leben wie dieser Müll. Und da waren Knochen. Hat die Knochen genommen, und sagt, hier, diese Knochen, das ist eure Dunya, das ist das diesseitige Leben. Sagt, was ist damit gemeint? Das heißt, ihr Körper, dieser schöne Körper, womit ihr prallt und strahlt da draußen, sagt, das ist das Ende davon. Das ist das Ende davon. All das, alles, was du neu anziehst, wird alt werden. Wird zerrissen, wird kaputt gehen. Guck mal, das ist ein Zeichen dafür da. Siehst du, dass alles Neues, was du gekauft hast, mit der Zeit wird alt, sogar steckst du im Schrank, du wirst nicht mehr anziehen. Oder du schmeißt es sogar weg. Genauso ist es passiert mit dir. Du wirst alt werden und du wirst sterben. Man steckt es in die Erde hinein. Das ist alles. Und deswegen Allah sagt in anderen Versen, auf Subhanahu wa ta'ala, Zalla fi'ula, ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون سورة القصص ungefähr bedeutet sagt Allah subhanahu wa ta'ala all das was ihr bekommen habt von uns all das Gute was wir euch gegeben haben und das Gute von Allah überhäuft uns überströmt es Tag und Nacht ununterbrochen du atmest ununterbrochen und wie oft hat es geregnet hat Allah von dir einen Pfennig verlangt für das Wasser was du trinkst musst du bezahlen. Allah lässt die Sonne, subhanahu wa ta'ala, lässt die Sonne scheinen für dich. Aber diese Menschen bekommen wenig Sonne hier. Weil Allah weiß, wenn er die Sonne gibt, sie verstehen Dankbarkeit falsch, sie ziehen sich aus und begehen Unzucht und widersetzen seine Befehle. Während die Menschen haben, hätten die Menschen einen Verstand, hätte Allah die Sonne scheinen lassen und die Menschen hätten es genossen, aber in Grenzen. Wie Allah will, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, all das, was wir bekommen haben, an Frauen und Kinder, all das, sagt Allah, das ist Mata'. Das ist nur eine Kleinigkeit. Kleinigkeit in dieser kurzen Dunya, in diesem kurzen Leben, weil das Leben ist kurz. Gestern, heute und vielleicht morgen. Gestern, heute und vielleicht morgen. Und vielleicht du machst einen Schritt, der nächste folgt nicht. Vielleicht du atmest ein, du wirst nicht mehr ausatmen. Vielleicht du schläfst und du wachst nicht mehr auf, so kurz ist das Leben. Allah sagt, wir sind den Sohn Adam nah als sein Schlagader. Näher. Der Tod ist näher. Das heißt, das Leben ist kurz und das, was ihr bekommen habt, ist nur Kleinigkeit in diesem Leben. Und was passiert? Es wird auch vergehen. Aber das, was Allah bewahrt hat für seinen tugendhaften, rechtschaffenen Diener, ist besser und ewiger und beständiger. Besser und beständiger. Für wem? Für die rechtschaffenen, für die frommen Menschen. Für die an Allah geglaubt haben, die Allah gefürchtet haben, subhanahu wa ta'ala. Die Allah geliebt haben, jalla fi'ullah. Die seine Befehle gefolgt haben. Einer sagt, Allah, fala ta'qilun, denkt ihr nicht nach, begreift ihr nicht? Allah fragt, begreift ihr nicht? Habt ihr keinen Verstand? Wir haben euch doch einen Verstand gegeben. Wofür ist dieser Verstand da? Lieber steckst du im Kühlraum, wenn du den nicht benutzt. Du hast einen Verstand zum Nachdenken. Einen Verstand von Allah, damit du zwischen gut und schlecht unterscheiden kannst. Zwischen das was dir nutzt und das, was dir schadet, unterscheiden kannst. Damit du unterscheiden kannst zwischen das diesseitige Leben und das jenseitige Leben. Und dir eine der besten Häuser aussuchst, entweder das diesseitige oder das jenseitige. Und lieber ist das jenseitige, weil es ewiger ist und besser ist. Ein Gelehrter sagte, ein Fudayl ibn Iyad sagt, wäre das Leben hier, wäre das Leben aus Gold, vergänglicher Gold, und das Jenseits aus ewigem Porzellan,
Sagt, dann müssten wir uns normalerweise, wenn wir den Verstand haben, entscheiden für das ewige Porzellan. Er sagt aber, unser Problem heutzutage, wir entscheiden uns für den vergänglichen Porzellan und nicht für den ewigen Gold. Weil das Paradies ist Gold und Silber und Edelsteine und Rubinen und Perlen und Diamanten. Flüsse aus Honig, Flüsse aus Wein. Für dich, ja Abdullah. Flüsse aus Wein, du trinkst, du hast keinen Kopfschmerzen davon. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ مُلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Allah beschreibt, wie kleine Kinder, diese Kinder, die klein gestorben sind, die haben die Pubertät nicht erreicht. Diese Kinder, Allah beschreibt im Koran wie zerstreute Perlen. Zerstreute Perlen. Und die werden immer so bleiben, so schön aussehen, fröhlich. So wie Perlen, subhanallah. Was machen diese Kinder? Sie spazieren in deinem Garten, in deinem Paradies. Das Einzige, was sie tun, sie sind deine Bediensteten. Die bedienen dich mehr nicht. Das, was du brauchst, sie bringen es. Und sogar ein Hadith Sahih, sagt Rasulullah, während der Gläubige im Paradies sitzt, kommen 10.000 dieser Kinder. Und jeder von denen hat 2 Schüsseln. Und diese Schüssel sind gefüllt, all diese 10.000 Schüssel sind gefüllt mit verschiedenen Essen. Und sagt, und der ist der Diener, Allah ist das Erste wie die Letzte und schmecken alle anders und der genießt sie alle in diesem Moment. 10.000. Und was haben die noch besser voll mit Wein? Was ist mit diesem Wein, ja Allah? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Sie bekommen davon kein Kopfschmerzen. Wenn du in diesem Leben Wein trinkst und die Sonne scheint, knallt voll auf deinen Kopf, du bist betrunken, a'udhu billah. Du hast Kopfschmerzen und du gehst und du schlägst die arme Frau zu Hause kaputt. Das heißt, durch Alkohol begehst du Unrest, du hast Schmerzen. Manche Leute übergeben sich, wal'iyadu billah. Wie oft haben wir das erlebt bei Menschen? Und dann weint er da, warum habe ich getrunken? Die ganze Erde dreht sich. Warum? Allah hat dir verboten zu trinken. Allah hat dir gesagt, Abdi, trink nicht. Ich habe was Besseres für dich vorbereitet und lass diesen Alkohol heutzutage. Ihr kennt die Geschichte mit dem, den eine Königin ihn festgenommen hat, damit sie mit ihm Unzucht begeht. Sie hat gesagt, du gehst nicht heraus, nur wenn du mit mir, a'udhu billah, Unzucht begonnen hast. Und sie hat Wache da. Dann hat er gesagt, ich mach das nicht, mach was du willst. Dann hat er gesagt, hast du drei Auswahl. Entweder du begehst Unzucht mit mir, oder du trinkst Alkohol, oder du tötest diesen kleinen Jungen und erst gehst du raus. Der wusste nicht mehr, was er macht. Dann hat er überlegt, Junge zu töten ist gefährlich. Mit dir Unzucht ist noch schlimmer. Ich trinke und dann gehe ich nach Hause, dann habe ich Ruhe, danach wache ich auf. Hat getrunken, hat mit ihr Unzucht begonnen und den Jungen geschlafen. Den Jungen getötet. Den Jungen getötet, mit der Frau Unzucht begonnen, Alkohol. Deswegen nennt man diese Alkohol Ummul Khaba'ath. Die Mütter aller, ungefähr, wie sagt man das? Schlechtigkeit, na. Ja? Das Widerwärtigste. Du trinkst Kopfschmerzen, du übergibst dich und du begehst Unrecht. Dir selbst, weil Allah hat uns verboten, uns selber zu schaden und andere zu schaden. Rasul sagt, la darara wa la dirar. Du darfst dich selber nicht schaden und du darfst andere nicht schaden. Wie viel oft, wallahi, sogar in islamischen Ländern, die trinken, sie werden betrunken, sie gehen nach Hause. Erstmal, wenn er getrunken hat, geht zum Casino. Er ist betrunken. Shaitan nutzt jetzt, sein Verstand ist nicht mehr da. Mach Dauer mit ihm zum Casino. Geh, du gewinnst ein bisschen Geld, dann geht es dir besser. Die ganze Miete steckt er da rein. Dann hat er so eine schlechte Laune, kannst du dir nicht vorstellen. Er geht nach Hause, gibt die Frau die Schuld. Die Frau sagt, warum hast du das gemacht, obwohl sie recht hat. Er schlägt die arme Frau kaputt. Blaue Augen, Zähne gehen kaputt, bluten. Wallah, gibt es viele Menschen, die so sind. Nur von einem Glas Alkohol. Und was geschieht? Er ist arm geworden. Arm an Vermögen, an Hab und Gut, Geld hat er verloren. Sein Verstand hat er verloren. Hat Kopfschmerzen. Später, wenn er schlafen geht, dreht sich die ganze Erde und empfindet Angst. Sauer ist er. Unrecht hat er begonnen. Subhanallah. Aber im Jannah hast du einen Fluss. Ibn Qayyim sagt, wa sa'alta an qusuriha von Jannah. Fa inna ghuraf mabniyatun min fawqiha ghuraf tajri min tahtiha al-anhar. Sag, wenn du nach dem Palästen im Paradies fragst, das sind Zimmer im Paradies übereinander gebaut. Paläste sind übereinander gebaut. Sag, darunter fließen Flüsse vom Paradies. Aus Wein, aus reinem Honig, aus Buttermilch, aus Wasser, die nie schlecht wird. All das ist für dich. Du darfst Wein trinken, wie viel du willst. Kein Kopfschmerz. Und dann deine Frau im Paradies, mashallah. Wir haben gestern gesagt, eine Frau im Paradies. Während die Paradiesbewohner spazieren im Paradies, genießen das Paradies, erscheint ein Licht, der das ganze Paradies bedeckt. Keine Lücke bleibt frei.
Dann alle denken, das ist Allah. Sogar in einer Version sagt, sie wollen sich niederwerfen, sie denken, Allah erscheint. Jalla fi ula. Aber nein, dann ruft ein Engel und sagt, nein, das ist nur eine Frau vom diesseitigen Leben. Eine rechtschaffene Frau, die im Leben hier gelebt hat mit uns, unter uns. Sie hat das Paradies gewonnen, sie ist im Paradies reingegangen. Sie ist so hübsch im Paradies, sagt, sie hat nur ihren Mann angeguckt und lächelt in sein Gesicht. Allahu Akbar. Nur ein Lächeln. Sogar man sagt, ihre Zähne sind aus Perlen. Deswegen, wenn sie den Mund aufmacht, strahlt das Ganze. Deswegen, wenn sie spuckt auf das sieben Meere, sagt Rasulallah, das Meer wird süßer wie Honig. Das Meer wird süßer wie Honig. Wenn man das ganze Erde aus Salz haben, sie spuckt, diese Frau vom Paradies, dieses Salz wird Zucker werden. Nicht nur Zucker erreicht die höchste Stufe der Süßigkeit. Möge Allah uns inshallah begreifen lassen, dass das diesseitige Leben vergänglich ist, inshallah. Wir müssen unseren Verstand benutzen, liebe Brüder, und ich ändere mit einem Rat von Rasulullah sallam. Sagt derjenige, das diesseitige Leben bevorzugt, vor dem Jenseits, er schadet sein Jenseits. Und der das Jenseits bevorzugt, der schadet sein Diesseits. Bevorzugt das, was ewig ist, gegenüber das oder vor dem, was vergänglich ist. Also bevorzugt das Jenseits. Und derjenige, der morgens aufwacht, seine einzige Sorge, das Diesseits, Geld sparen, Gold horten, Dunya, dieserjenige hat Rasulullah gesagt, Allah wird sein Leben auseinandernehmen. Allah wird sein Leben auseinandernehmen. Guck mal, wenn du zum LKH gehst, da sind viele davon. Wallahi, da sind viele davon. Und viele sind unter Brücken. Wallahi, ich kenne viele, die reich waren, sind heute unter Brücken. Der Grund dafür, dass sie nicht mehr an Allah geglaubt haben. Der Grund, dass sie Audul undankbar waren. Man sagt, derjenige, der sich befindet mitten in einer Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, ist undankbar, Allah entzieht ihm diese Gabe und er merkt es noch nicht mal. Ja? Und sagt, dass dann derjenige, der aufwacht und seine Sorge, dass jenseits ist, Allah ordnet sein Leben. Allah räumt in sein Leben auf. Allah ordnet das ganze Leben von ihm. Und Allah macht den Reichen sein Herz. Das heißt, diese Genügsamkeit, die viele Menschen verloren haben. Allah schenkt ihm diese Genügsamkeit im Herz. Er ist reich. Egal was er hat, er fühlt sich reich. Er ist zufrieden. Aber der reich ist, Allah macht ihn arm. Sagt, egal wie viele er hat, ich habe nichts. Da sind viele. Und das leider, das, was meistens wehtut, das sind Muslimin. Und das sind die, die behaupten, sind Muslimin. Die lesen Koran jeden Tag. Die hören Khutbah jeden Freitag. Die, astaghfirullah, Satellit zu Hause haben und sehen jeden Tag Iqra oder was Allah, wie das heißt, und trotzdem begreifen gar nicht. Das beweist, dass die Herzen dieser Menschen tot sind. Möge Allah unsere Herzen lebendig machen, inshallah. Verzeiht mir, ich habe heute zu lange gemacht, inshallah. Möge Allah unsere Sitzung inshallah akzeptieren. Jazakumullah khayr. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk.